Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zur allerersten In die Tonne Challenge! Das war ein toller Green Opener, den wir extra vorbereitet haben. Absolut. Ja. Wir wussten nicht, dass wir in diesem Studio sind. Wir waren vorhin im Green und haben das alles postproduktiv eingefügt und jetzt sitzen wir hier. Ja, das ist Illusion Fernsehen. Wir haben es einfach drauf. Wir freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Simon und ich haben seit langer Zeit darauf hingefiebert, dass wir endlich unsere eigene Editorial Challenge Show bekommen. Die IDTCS. IDTCS. Die Editorial Challenge Show. Und ihr fragt euch natürlich völlig zu Recht, ja, was passiert denn in dieser Show? Nun folgendes, die beiden Veteranen des Trash-Gamings haben sich heute mal zurückgezogen und werden sich auch zurücklehnen. Ja, und wir schauen drei Kandidatinnen und Kandidaten dabei zu, wie sie das tun, was wir in aller Regel tun müssen. Anwärterin auf den Thron, und mit Thron meine ich das Klo, das man ja so benennt. Denn viel mehr ist es nicht, dieser Thron, ne? Ja. Ja, außerdem ist das Klopapier alle. Das ist auch richtig. Noch so eine Sache. Ich bin sehr gespannt, wie viele Leute heute hier frustriert an uns vorbeigehen werden und uns noch eine Beleidigung zudrücken, bevor sie dann weggehen. Also es sind maximal drei, weil drei spielen. Also drei. Meine Antwort ist drei. Und es wird folgendermaßen ablaufen. Wir schalten gleich mal hoch und fragen mal, wie die Stimmung ist. Das kann sich vermutlich im Laufe des Abends dann auch noch einmal ändern. Und wir haben verschiedene Spiele rausgesucht, die alle das In-die-Tonne-Qualitätssiegel tragen. Und die drei Spielerinnen und Spieler, die wir euch gleich vorstellen, die werden in diesen Spielen um die Wette spielen. Und zwar parallel, immer dasselbe Spiel. Es gilt, Aufgaben zu erfüllen. Wer das zuerst schafft, bekommt Punkte. Wer am Ende am meisten Punkte gesammelt hat, ist der erste In-die-Tonne-Challenge-Show-Champion. Der IDTCSC. So weiter, ja. Ich bin ausgestiegen beim dritten Buchstaben. Ja, das kann ich dir nicht übel nehmen. Jetzt schalten wir mal hoch in unsere Gaming-Area, in den Trash-Bereich. Ja. Dort haben wir nämlich heute zu Gast Gregor, Sam und Sebastian. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Moini. Wie ist die Stimmung? Euch? Warum seid ihr hier? Was ist passiert? Was ist falsch gelaufen? I've been tricked. Ja, ich glaube, das fragen wir uns gerade alle noch, was wir hier machen. Ja, warum sind wir alle hier auf diesem Planeten zu dieser Uhrzeit in ihrer Küche? Philosophische Fragen. Vor allen Dingen, das erste Spiel lächelt uns auch schon so an. Ich glaube, es wird alles ganz schlimm. Und dann auch noch Wettstreit. Ja, es wird herrlich werden. Für euch. Habt ihr denn schon mal eine Folge in die Tonne geguckt? Wisst ihr, was euch ungefähr erwartet? Gott, nein, ich gucke kein Rocket Beans. Das ist ja die richtige Antwort. Guckst nur deinen eigenen Content, ne? Ja, genau. Ja. Da weißt du Qualität. Ja. Ja. Nee, ich habe jetzt vorher extra mal ein bisschen reingeschaut und habe mir auch diese Challenge angeschaut, die es ja schon gab und hatte leider da schon zugesagt. Das ist, was ich dazu sagen kann. Ja, so kriegen wir sie. Wir möchten euch nochmal darauf hinweisen, dass es natürlich absolut gewünscht ist, dass ihr auch euren Emotionen freien Lauf lasst. Ihr müsst jetzt nicht krampfhaft eure Wut, euren Frust irgendwie versuchen, hinter der Fassade eines Gute-Laune-Gesichts zu verbergen. Ne, lasst es. Ich meine, ihr werdet, selbst wenn ihr euch bemüht, es wird nicht klappen. Also lasst es einfach von vornherein raus. Und ihr dürft natürlich auch gerne euren Kontrahenten dementsprechend die Schuld geben an eurem Versagen. Das ist auch okay. Aber uns das erwarten nicht. Wir. Sie wollen jetzt schon Zwietracht sehen, merkt ihr? Ja. Lasst euch davon bloß nicht irritieren. Ihr kennt die Regeln. Es ist sehr, sehr wichtig, dass ihr als erstes die Aufgaben erfüllt, weil alle anderen kriegen ja keine Punkte, ne? Und es gibt aufsteigend für jedes Spiel mehr Punkte. Und das ist schon mal ein Spoiler, es wird mehr als ein Spiel geben. Mhm. Und wir haben die Regeln hier, wir sagen sie euch aber nicht. Wir haben sie hier in unserem dicken Regelbuch. Ja. Also, Simon hat es völlig richtig gesagt, fürs erste Spiel gibt es einen Punkt, fürs zweite zwei, fürs dritte drei und so weiter und so fort, bis wir dann morgen früh um 18 Uhr ungefähr mit der Sendung durch sind. 256 Spiele. Das erste Spiel, welches wir für euch herausgesucht haben, ist ein absoluter Klassiker, eines der größten zoologischen Videospielentwicklungen des letzten Jahrzehnts. Es trägt den Namen Giraffe Town. In Giraffe Town werdet ihr mit einem Gamepad eine Giraffe steuern und ihr müsst dort Checkpoints erreichen. Ihr habt 10 Minuten Zeit. Wer die meisten Checkpoints erreicht, ja, der gewinnt diesen Punkt. Und wenn es einen Unentschieden gibt, dann wird es zwischen den Leuten, die einen Gleichstand haben, natürlich nochmal einen Entscheidungsrun geben, wer dann dort den ersten Checkpoint erreicht, gewinnt. Ist ein sehr wichtiges Spiel, ist das letzte Spiel von David Attenborough. Was er noch geschafft hat zu entwickeln. Insofern keine blöden Witze, bitte. Und insbesondere bitte ich um
Respekt für die Giraffe, weil die Giraffe ist eine sehr sensible Tierart, die aufgrund ihres langen Halses eh schon unnötig oft gehänselt wird. Und da möchte ich euch bitten, dass ihr euch da ein bisschen zurückhaltet. Habt ihr Fragen? Wir beantworten ohnehin keine. Insofern, aber ihr könnt raushauen. Kann ich die Steuerung invertieren? Na gut, darfst du. Aber nur bei dir, nicht bei den anderen. Und auch nur, weil ein Tier im Spiel ist. Gut. ich fand den gut. War doch gut. Invertieren? Da muss der eine oder andere nochmal nachdenken. Auch die Regie hat den Button gesucht. Hast du gemerkt? Die sind es gar nicht mehr gewöhnt. Der Button ist invertiert. So, dann mach das doch, Gregor, weil wir wollen direkt anfangen. Es gibt keine Einstellung, ich hab's nur so gesagt. Ah, gut. Also ein Einstellungsproblem, Gregor. Das ändert sich hoffentlich. Du musst gewinnen. Ich möchte euch. Hier geht der Controller, glaube ich, nicht. Immer alles klar. Da fangen direkt die Ausreden an, ist ja klar. Nein. Das gehört sich so im Spiel. Das muss so sein, dass das sich so anfühlt. Die anderen haben es gerade bewegt und jetzt habe ich mit der Maus draufgeklickt und jetzt geht's los. Genau. Also bei mir geht auch nur Digipad, by the way. Wichtig ist, ihr dürft auf dieses OK-Ding noch nicht drücken oder kommt das später? Es ist auf jeden Fall, spielt erstmal einfach nochmal los. Sorry, kommt später. Also jetzt los, oder? Also wir zählen runter. Genau. Simon zählt gleich runter von 3 bis 0 oder? Ich kann euch glaube tatsächlich von 3 kann ich. Ja, ich muss nochmal runter. 10 Minuten Zeit. Geht es denn? Ja, warte. Es geht darum, die Giraffe zu den Checkpoints zu bringen. Aber wir müssen auf New Game oder auf Continue? Ihr müsst natürlich alle auf. New Game. Ja? Gut. Noch auf New Game? Habe ich geraten. Wir probieren es mal mit New Game. Wir probieren es mal mit New Game. Okay. Okay, ihr seid bereit? Ich gehe runter. 3, 2, 1. Achso, auf 1, nicht auf 0. Ja, die Verwirrung fängt an. Das wurde nicht fertig programmiert, dieser Countdown. Was soll ich sagen? Ich bin jetzt schon hinten dran, scheiße. Ist das wunderschön. Du siehst die Giraffe so energisch zum ersten Level rennend. Ich bin jetzt schon genervt. Traumtänzerisch. Ich schaffe es. Wir werden schon zu lange, ey. Ja. Aber wie klassische Point-and-Click-Adventures. Da sitzt man auch nur und guckt zu und wartet. Es kann nur eine Giraffe der Sieger sein. Ich wusste nicht, dass Giraffen so laufen, to be honest. da hat einer schon direkt verloren. Sam, ne? Sam hat den langsamsten Start gehabt. Ja. Ob sich das eventuell auszahlt, da wurde schon professionell geskippt. Gut, richtig gemacht. Oh, der Gregor hat das noch nicht so ganz verstanden mit Ja und Nein. Er ist ja auch invertiert, ne? Das heißt ja auch Ja-Mass und nicht Nein-Mass. So. Fast gleich auf. Oh, da wird runtergefallen. Die Lehrkraft verlangt den Tribut. Oh, die Kamera ist nicht invertiert. Oh Gott, warum denn so schnell? Wohin denn? Oh, ich kann nicht invertieren. Fuck. Gregor, ich glaube, das geht hier nicht. Du erwartest viel. Da, guck doch mal. Okay, Gregor hat schnell die Sprache umgestellt. Ist ja auch invertiert. Ja, aber wo muss man denn hin? Wir können doch nicht. Muss ich darüber? Das gilt es herauszufinden. Oh, was? Oh, schade, Sam, immerhin. Oh, guck mal, Sebastian. Denk daran, wer die meisten Checkpoints schafft. Ihr müsst es nicht verstehen. Ihr müsst den Weg nur gehen. Okay, das ist ja so ein richtiges Geduldsspiel. Ach du Scheiße. Oh, wir haben ja gerade schon erfahren, Dr. Geduld, nicht meine Stärke. Also heißer Draht. Ah, okay. Ja, genau, das meine ich. Ist das nicht Sebastian schwingt ganz gut die Hufe. Sam ist aber auch hinterher. Ne? Sam hat es jetzt verstanden. Zone. Sam und Sebastian sind ganz gut. Gregor ist... Gibt es denn Checkpoints? Gregor ist irgendwie geglitscht. Jetzt ist er doch. Jetzt ist er da. Was soll ich mit diesem dummen Fußball? Da siehst du, niemand weiß etwas damit anzufangen. Sag mir nicht, dass es von vorne losgeht. Gregor, du bist Letzter. Wie fühlt sich das an? Ich bin bei Rocket Beans, ich bin das gewohnt. Oh nee, sag mir nicht, ich muss wieder zurück. Oh, da glitscht Sam und kommt nicht mehr weg. Ja, das ist natürlich mittelmäßig programmiert, aber das erwarten wir hier auch. Ja toll, da dreht sie jetzt nicht wieder raus, oder was? Tja, da muss man zur Not, wenn es gar nicht mehr geht, nochmal neu starten. Restart-Level. Ja. Das ist echt blöd. Warum brech ich denn weg? Ist natürlich jetzt Nein! Ich war doch wohl noch drauf! Was ist denn das für eine lächerliche Scheiße hier schon? Das ist ja die Kacksteuerung des Jahrhunderts. Na Leute. Oh, jetzt muss Sam von ganz vorne anfangen. Und jetzt habe ich auch noch die Cutscene auf Norge. Ach Gott. Ja, komm. Jesus. Aber da ist sie auch selber schon. Was glitscht sie da auch rein? Ah, das war es auch schon wieder. Oh, was? Wieso? Wieso? Ah! Oh, und tschüss, Gregor. Es ist ja auch eine Giraffe.
Also irgendwas scheint da mit dieser kleinen Insel zu sein, die wurde nicht fertig programmiert. Gregor hätte es eigentlich wissen müssen, Sam hat denselben Fehler gemacht. Gregor, kleiner Tipp. Du musst eventuell neu starten. Ey, wieso kriegt der den Tipp? Na, ich würde sagen, du hast es ja schon vorgemacht. Ich kann nicht mehr. Ich bin jetzt schon so ungeduldig. Beim ersten Mal ging es noch, aber jetzt habe ich schon keinen Bock mehr. Und damit sind wir mehr oder weniger wieder am Anfang, ne? Also ihr hättet euch die letzten 5 Minuten alle sparen können. Tja. Du bist, dass wir die ganze Zeit das Carsten auf dem Ohr hören. Das ist richtig unangenehm. Hört Carsten auf dem Ohr einfach. Oh, das ist einfach genug tun. Ein neuer Level. Guck dir das an. Hat Sebastian das gerade geschafft? Ich dachte, das ist runtergefallen. Formulier das nicht so wie eine Frage. Natürlich habe ich es geschafft. Okay. Oh, das Sebastian ist also dieses Silent Hill. Ja, jetzt, das ist wirklich. Oh, geh nicht ran. Heckomio. Geh nicht ran, Sebastian. Nein, das ist. Du weißt nicht, wer es ist. Oh. Zurück ins Haus. Oh ja. Das ist aber irre. Du gehst gerade raus, kommt das Telefon. Du gehst gerade aus? Oh. Ja, aber willst du dir denn nicht die Geschichte durchlesen? Keine Zeit. Also es interessiert mich schon wahnsinnig, muss ich sagen. Ich glaube, da waren wichtige Informationen auch drin. Warum denn in diesem Gespräch? Ja, aber die gibt ihr mir doch jetzt bestimmt gleich. Eine wichtige Information für Gregor wäre, nicht runterfallen. Also Sebastian beweist ja, dass es geht. Ah. Und es liegt nicht am Spiel. Ich hab's auch schon geschafft. Ermordet. Ah ja, Sam hat es auch schon geschafft. Nein, vorhin. Naja, sie hatte es mal geschafft. Die Vergangenheitsform von Failen. Ich kann das nicht skippen. Währenddessen wird Sebastian von roten Ampelmännchen, müssen aus Berlin kommen, wird er gefangen genommen? Warum? Wegen dem langen Hals? Ich verstehe es nicht. Diskriminierung. Alter, die treten auf ihn ein. Ja, was hat die Giraffe Das habe ich ja wohl nicht verdient. Ja, was fällt dir auch ein, so einen langen Hals zu haben, du Pferd? Ich dachte gerade, die Giraffe hat Schmerzenslaute von sich gegeben. Game over. Gregor hat es auch geschafft, immer noch am Anfang zu sein. Wobei Sam auch. Na gut. Ich war aber schon mal weiter. Besten Idee war es, euren Kommentar gleichzeitig zu hören. Was ist denn da los? Das ist dieses Spiel noch nicht. Giraffen-Horror-Spiel. Ich will nicht sagen, dass das... Hat er es gerade durchgeschafft? Ernst. Hat er es gerade oder fängt der neu an? Hat er es gerade durchgespielt? Nein, er ist ermordet worden. Er ist einfach. Das tot. War schon vorbei jetzt? Das oder kann was? Doch nicht euer Ernst sein. Der arme Ich muss sogar noch die Scheiße lesen, naja, damit ich weiß, was ich machen muss. Du führst ja bislang, Sebastian, du hast es ja geschafft, weiter als alles andere. Niemals hier. Vor mir. Ich würde sogar sagen, weiter als unsere Testspiele. Vermutlich. Sonst wir hätten die das gemerkt. Ihr habt die Scheiße schon gespielt, oder wie weit seid ihr gekommen? Wir haben das nicht. Wir haben es durchgespielt. Wir spielen alle Spiele durch. Natürlich. So wie sich das gehört. Das ist bei du verlierst bei jedem Level verliert sie einen Flecken. Du musst komplett sie orange machen. Ach, jetzt muss ich mir das echt. Komm. Sag mal. Ich find's gut, dass der Fußball hier eine tragende Rolle spielt. Ja, der ist wichtig noch, glaube ich, der Fußball. Ja, Fußball, so geil. Nein! Ah, da ist er! Das war für den zynischen Kommentar gegen den Volkssport Nummer 1. Mhm, hab ich genau gemerkt. Mhm. Währenddessen versucht Gregor, aber er bleibt an irgendeiner Kante hängen. Oh, jetzt ist sogar ein Brett weggefallen. Er kann nicht mehr zurück. Es geht nur noch in eine Richtung. Gregor ist kurz vorm Aussterben. Währenddessen holt aber, und das finde ich eigentlich krass, Sebastian wieder auf. Na, okay. Hättest du jetzt ruhig auch mal für mich noch mal ein bisschen besser spielen können, kurz. Nee, du magst Tetris nicht. Für dich mache ich gar nichts mehr. Hä, hey, jetzt ist dieses... Ach so, nee, da ist das Brett wieder. Oh, guck mal, Gregor hat's geschafft. Er ist auf dieser Insel. Er ist erst auf der Insel? Er ist auf der Insel auf Sylt, ja. Ah, okay, schön. Das würde ich jetzt auch gerne. Alles besser als das. Sylt hat auch so eine leichte Giraffenform als Insel, oder? Du hast absolut recht. Was war zuerst? Die Giraffeninsel. Hätte ich doch eine Giraffe weinen. Ja, ja. Mhm. 5 Herzen für Gregor. Geil. Mhm. Und schon. Also so wie die torkelt, bin ich mir nicht sicher, ob die Auto fahren sollte. Ja, jetzt Achtung, jetzt kommen gleich. Oh ja, die roten Ampelmännchen, Gregor. Vorher aber. Das jetzt Telefon. Gebt ihm doch nicht noch Tipps hier. The phone is ringing. Das habt ihr mir vorhin. Aber guck mal, du hast so schnell nachgeholt. Du weißt es doch, geh aus der Tür raus. Dann ich war schon aus der Tür raus. Du kennst das Spiel doch ja, schon. Ja, ja, ja. Bei mir passiert einfach nichts, hä? Doch, jetzt Herzen. Jetzt hätte ich nicht gedacht, ihr könnt immer noch sterben und ganz am Anfang rauskommen. Kleiner Tipp. Aber jetzt ist unentschieden. Sebastian war der Erste an dem Checkpoint. Man muss sich schon fragen, wer ist jetzt im Moment weiter? Es sieht doch recht gleich aus. Ihr könnt das Gespräch auch wegklicken.
Nee, ist aber eventuell entscheidend. Sebastian hat sich halt wirklich jetzt. Ja, ihr habt gesagt, der stand vielleicht. Wir haben gelogen. Guck mal, aber Sam macht das euch sehr gut. Guck mal. Oh, if you try to leave your house, we will call. Na gut, der kriegt schon eine Portal to the Beasts. Guck mal, was Sam da macht. Das sieht sehr, sehr gut aus. Sam geht den Giraffendance raus. Auf jeden Fall folgt mal ihrem Beispiel. Sie macht das gut. Gregor ist aber auch schon jetzt weiter als Sebastian. Ja, aber niemand ist im Ansatz so gut in diesem Spiel wie Sam. What the fuck? Aber guck mal, wie überlegt sie das macht, wie sie die Giraffe ausrichtet. Sie hat nämlich den Trick raus, man muss den Körper der Giraffe auch in die Richtung ausrichten, in die sie sich bewegen. Nicht dein Ernst. Ist das so? Muss man den langen Hals quasi. Ich bin jetzt wieder belebt worden, wieder direkt bei den. Guck mal, wie eng das jetzt wird. Okay, jetzt wird's gerade sehr interessant. Beide sind nämlich gerade bei den roten Bossgegnern und Gregor wird zerkickt. Aber kann man da nicht irgendwas machen? Das ist doch kacke. Jetzt muss ich wieder die Scheiße von vorne machen. Ihr werdet sowas von dominiert. Von Sam gerade. Ja, Sam hat den Checkpoint geschafft. Bist du das Feuer, Alter? Raste gleich aus. Oh! Ich hab überhaupt nichts gemacht. Du bist runtergefallen. Du hast überhaupt mich nicht in der abgelenkt. Nähe. Ich war überhaupt nicht in der Nähe. Das ist Beschiss. Sebastian ist sogar Game Over. Ich würde sagen, also wenn der Game Over-Bildschirm kommt, dann hat man wirklich was grundlegend falsch. Ja, dann muss man wirklich sehr, sehr schlecht in Videospielen sein. Aber Sam hatte den Checkpoint. Sie hat ja noch 5 Leben. 1 hat sie verbraucht, so. Also 4. Es geht aber nicht um Leben, es geht um Zeit. Ganz wichtig, ihr müsst bald zum Ende kommen. Vielleicht kann die Regie uns mal den Countdown geben. Das wäre gut. Vielleicht habe ich auch einfach auf New Game geschaut. 30 Sekunden noch, 30 Sekunden noch. Jetzt versucht, guck mal, Gregor macht Speed-Giraffing. Das ist nicht schlecht. Sebastian ist währenddessen verzweifelt, denn er hat das Spiel neu gestartet. Das ist natürlich dann der Fehler, ist in diesem Fall vor dem Spiel. Der sitzt vor dem Spiel, der Fehler. Warum schmeißt mich denn das Scheißspiel raus? Aber guck mal, was Gregor macht. Das ist sensationell. Der gibt dir richtig Hackengas. Wie auf Skates, ne? Ja. Rollerblade-Giraffe. Volles Risiko. Er will ja noch irgendwie Sam einholen. Ob er das schafft? Schaffen. Sam muss nur einmal runterfallen und schon. Die sind komplett gleich auf, glaube ich. Sam ist natürlich hat den Checkpoint vor Gregor erreicht. Die Zeit ist abgelaufen! Aber Gregor hat den Checkpoint jetzt auch gerade. Aber die Zeit war in der Sekunde abgelaufen. Nein, ich habe den Checkpoint gekriegt! Also ich glaube, liebe Regie, ich laufe noch weiter. Wenn mich nicht alles täuscht, hatte Sam den Checkpoint. Genau, Sam hat den Punkt, denn die Zeit war abgelaufen, kurz bevor Gregor den Checkpoint erreichte. Da hat sich dieser todesmutige Giraffenrun über diesen Asphalt nicht ausgezahlt. Wow, das war tapfer. Sie hören auch gar nicht auf, sie spielen weiter. Sie lieben es. Das Spiel hat sie. Das Spiel hat sie. Wir suchen halt nur Spiele raus, die am Anfang denkt man so, aber man kann auch nicht aufhören zu spielen. Ja, schlimm ist halt, weil Sebastian eigentlich wirklich extrem geführt hat am Anfang und dann alles verspielt hat und dann wurde es immer schlechter. Ja, aber warum schmeißt einen denn das Spiel raus? Ich dachte, das wäre halt normal, dass man dann wieder ganz von vorne anfangen muss. Scheiße. Tja. Wie unfair. Das sind Easter Eggs, kleine Easter Eggs, die wir haben extra einbauen lassen, um es für euch ein bisschen kniffliger zu machen. Das war natürlich jetzt auch ein sehr skillbasiertes Spiel, da werden viele Dinge abgeklopft. Und Sam hat euch da einfach nass gemacht, muss man ganz einfach so sagen. Und deswegen haben wir jetzt folgenden Punktestand. Den gucken wir uns mal gemeinsam an. Gregor, 0 Punkte. Sebastian, 0 Punkte. Und Sam, 1 Punkt. Das steht 2. Das ist natürlich gelogen. Das steht 2. Das ist korrekt. Das aber es gibt 2 Punkte, oder? Nee. Level 1 gibt einem doch, weil sie Level 2. Ach so. Jeder Level gibt euch einen Punkt mehr, wenn ihr gewinnt. Aber den anderen nicht. Es ist, also, das ist die spielinterne Wertung, aber das wird natürlich am Ende gibt es einen Gesamtpunkt, der auf die gesamtspielübergreifende Wertung einzahlt und da hat Sam einen Punkt. Okay, los. Das ist das, was wichtig ist. Okay. Ey, ich bin normalerweise nicht schadenfroh, aber du hast mit deinem Controller rumgefummelt und das finde ich nicht akzeptabel. Okay. Wurde auch bestraft. Ihr habt jetzt natürlich gleich die Möglichkeit, diese schmachvolle Auftaktniederlage wettzumachen. Was ihr dann spielen werdet, das erfahrt ihr gleich nach einer klitzekleinen Werbeunterbrechung. Herzlich willkommen zurück zur ersten großen In die Tonne Challenge Championships World Cup Olympic Games. Heute mit Gregor, Sam und Sebastian. Wir haben bereits die erste Runde hinter uns. Das war Giraffe Town. Ein sehr schönes Spiel. Wie ist es überhaupt? Town? Giraffe? Giraffe?
Giraffe Town. Ich war schon richtig. Und ja, Sam hat einfach die beiden Herren an die Wand gespielt, hat diesen einen Punkt für Spiel 1 ergattert. Jetzt werden wir uns dem nächsten Titel widmen, Simon. Und bevor wir preisgeben, wie er heißt, muss man ganz klar sagen, das ist ein Spiel, mit dem wir beide eine Menge verbinden. Ja, das hat uns und diese Reihe genährt. Es ist ein Spiel, das hat mir auch viel beigebracht über mich, meine Jugend, meine Mutter. Und weshalb ich all das für mich nicht will. Ja, das nun folgende Spiel ist als Warnung zu verstehen, eventuell, aber vielleicht auch als Unterstützung, wenn es denn zu spät ist, eine Entscheidung noch rückgängig zu machen. Die Familienministerin verbietet das Spiel bald. Ja. Weil es ist zu realistisch. Es ist zu realistisch und es hat massiven Einfluss auf den demografischen Faktor. Man muss, ja, die Pyramide, die Alterspyramide wird sich verschieben aufgrund dieses Spiels. Spiel kam raus, Verhütungsmittelkurve, ja, exakt so. Also, ich weiß von niemandem, der noch irgendein Kind geboren hat, seitdem das Spiel raus ist. Ich auch nicht. Wie lange ist das denn raus schon? Ihr wollt natürlich jetzt wissen, warum reden, über was reden die da die ganze Zeit. Das nun folgende Spiel, welches zwei Punkte gibt, ist eines unserer Lieblingsspiele und es heißt Mother Simulator! Ihr werdet Folgendes machen. In diesem fantastischen Spiel gibt es verschiedene Level, die jeweils verschiedene Aufgaben beherbergen. Ihr müsst diese Level nacheinander spielen. Ihr startet zeitgleich. Wer das Level als erstes erfolgreich abschließt, bekommt einen Punkt. Für Level 2 dann 2 Punkte, Level 3 3 Punkte und so weiter. Wer am Ende am meisten Punkte hat, gewinnt dann die 2 Punkte für die Gesamtwertung. Ist, glaube ich, relativ klar. Ja, wir spielen so lange, bis einer von euch das Level geschafft hat. Das kann ewig dauern. Als jemand, der den ersten Level nicht geschafft hat, kann ich sagen, das kann auch mal eine halbe Stunde dauern. Ich wünsche euch viel Vergnügen und seid froh, dass das nur eine halbe Stunde geht und passt beim nächsten Mal vielleicht besser auf, weil das könnte euch blühen. Nun also, Vorhang auf für das meistrealistische Muttersimulationsspiel. Verboten vom Familienministerium aller Zeiten. Wie viele gibt es? Alle. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ja. 3, 2, 1. Select Challenge? Mother Simulator. Ah, Select, genau. Challenge. Select Challenge. Erstes Level. Nehmt Meet the Baby und drückt gleichzeitig oder einfach Gregor als erstes. Willst du mich fahren? Nein, warte, warte, Gregor. Schon, Gregor, nicht drücken. Nein, Cheating. alles gut. Cheating. Jetzt ich gleichzeitig. Ja, Sam. Gleichzeitig. Okay. 3, 2, 1. Das ist schön, wir haben beide ein Baby imitiert, ohne es vorher abgesprochen zu haben. Brillant, einfach. So, nimm das Baby, ganz wichtig. Nimm das dumme Baby. Oh, leg mal's ab. Mit den Händen, Sam, mit den Händen. Ja, wie gehen denn die Controls? Ich raff's nicht. Ja, das ist natürlich Teil der Challenge. Gregor packt es ins Waschbecken. Er schmeißt es ins Waschbecken. Weißt du, Sam, Babys bringen keine Bedienungsanleitung mit. Komm, leider. Geh wieder zurück. Gott, ist dieses Kind hässlich. Ja, ist ja auch das von dir, ne? Hast du gerade gesehen, was Gregor mit dem Kind gemacht hat? So, ich, minus 10? Du bist Drecksbalg, ich hab dir den scheiß Schnuller gegeben. Drei Fälle von Kindesmisshandlung, die ich hier beobachte. Wo ist das Kind? Sebastian, wo hast du das Kind hingesteckt? Wo ist das Kind? Ist es im Klo? Wo ist das Kind? Wieso soll ich, warum soll ich dann das... Oh, da. Warum? Will es nicht einfach nur den Schnuller? Ja, oh, minus 10. Jetzt stopfen sie ihm dieses dreckige Schnullerstück einfach in den Mund. Ich drücke alle Knöpfe, ich kann dieses Ding nicht aufheben. Vor allen Dingen, das ist natürlich nicht ganz realistisch. Babys ist völlig egal, wo der Schnuller vorher war. Die schnubbern den trotzdem. Weil du musst den waschen. Ja, aber wie? Naja, unter das Wasser halten würde ich ausprobieren. Oder mit heißem Wasser. Beides ist wahrscheinlich eine Möglichkeit. Währenddessen hat Gregor... Ich kann das doch nicht. Neu ange... Nee, Gregors Zeit ist bald vorbei. Und er muss noch pudern. Hä? Oder... Wie habt ihr denn den scheiß Schnuller überhaupt? Es gibt einen Button zum... Ich mach jetzt neue Schnuller. Hand ausstrecken. Ich hab immer noch kein... Ich weiß immer noch nicht, wie ich es gemacht habe, aber das Kind ist da. Ach, da steht auch was. Komm. Ich muss Restart nicht erlaubt. Oh, okay. Was? Das wussten wir nicht. Sam schmeißt das Baby einfach zwischen Kommode und Bett. Lass es noch liegen, ist doch mir egal. Ja, was denn? Das gelacht, dem geht's gut. Unsere Schiedsrichterin hat... Können wir ganz kurz mal Sam zeigen, dass das die Behörden auch, dass man das mit capturen kann für die Behörden. Meine Güte, sei du mal froh, dass es keine Genehmigung für sowas gibt, dass man die nicht beantragen muss. Es gibt eine Unangenehmigung. Die hast du. Gewaschen? Du hast unsere Unangenehmigung.
Kann ich das in der Toilette waschen? Ja, unbedingt. Warum kann, was mache ich denn mit dem verschissenen Schnuller? Ja, das ist gut. Oh, das ist doch gut. Gregor hat durch Zufall was entdeckt. Ich wusste, was ich mache, nur ich wusste nicht, wie. Sebastian, werf's einfach mal ins Waschbecken. Ach so. Und dann mach das Wasser an. Aber das könnte helfen. Ach so. Ja, das ist. Warum nicht bleibst das du denn jetzt? Also, es ist sehr, sehr amüsant. Aber ich bekomme jetzt mehrfach schon vehemente Zwischenrufe aus dem Schiedsrichtersaal, in dem wir mehrere Schiedsrichter versammelt haben. Muss ich die uns sagen, ihr habt alle drei das Level neu gestartet. Das ist natürlich verboten. Das müsst ihr doch vorher sagen. Ja, ja, ihr wart aber auch alle sehr, sehr schlecht. Also ihr hättet sehr, sehr nichts geschafft. Ich war doch Game Over. Ich konnte gar nichts dagegen tun. Ja. Trotzdem Restart. Immer noch Minus. Nach Game Over hättest du eigentlich warten müssen. Aber ihr habt ja trotzdem Spaß gehabt und ein bisschen was gelernt. Komplettes aber er will doch den Schnuller und schmeißt er ihn wieder raus. Also, seht es mal als unerfolgreiches Tutorial. Und das Gute ist, im Gegensatz zum echten Leben, wo es sowas wie ein Jugendamt gibt, habt ihr die zweite Chance, mit einem zweiten Baby in diesem Spiel zu beweisen, dass ihr keine Mörder seid, sondern fürsorgliche Mütter. Wir werden zum zweiten Level voranschreiten. Es lautet Gift from the Baby. Vorsicht, also mit der Übersetzung. Menü, ja? Genau, Menü. Ihr kriegt Gift dafür 2 Punkte. Da ihr alle 0 habt, wäre das schon mal ein guter Anfang. So. Ihr müsst jetzt alle einmal noch auf Play drücken. Ja, sie dürfen dann das durchaus lesen, finde ich, was da steht, oder? Das vielleicht hilft denen das in ihrer Inkompetenz. Also auf Play drücken, ja? Ja, sobald ihr sicher seid, darf nicht ich Training. Nein, dürft ihr nicht. Nein. Kein Training. Ihr wird nicht trainiert. Du kannst ein Kind nicht trainieren. Doch, das vielleicht, aber nicht an einem Kind. Ja, ich hab gesagt. Ja, dann drückt doch alle mal, wenn ihr sicher seid, auf Play und dann gleichzeitig auf OK. Ja, Gregor ist schon längst drin. Gregor ist schon drin. So. Ist nicht schön, ihr habt gleich angefangen. Ich dachte, da kommt doch mal. 2 Sekunden. Okay, ich warte. Okay. So, die Windel. Aber wohin? Da. Nee, da, eine neue Windel. Wo kann sie sein? Mama, die Windel. Ja, aber erstmal muss der. Geht das jetzt wieder weg? Na, nicht einfach auf den Teppich. So. Also denkt dran, keine Neustarts, ne? Das ihr habt nur eine Chance und nur Minus 1! Ah, man muss mehr machen, als du das. Hast du gerade die Windel in das Becken? Was macht man denn da so? Mit Wasser? Willst du die wiederverwerten, Gregor? Ich glaube, keiner wird es schaffen. Muss man, das Kind muss man wahrscheinlich. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie Kinder funktionieren. Es wird ja auch immer schwieriger. Das Kind sagt es dir ja. Und wenn sie die erste schon so scheitern. Ja. Das wird ja mit jedem Mal schwieriger. Wir machen wieso denn minus 10? Wenn, wenn keiner das schafft, in keinem dieser Level, dann machen wir das erste nochmal. So lange, bis einer es schafft. Gregor hat es gerade gut gemacht. Da hat er die Punkte. Unfassbar, der Gregor. Nappy. Ich hab's immer gewusst, dass ganz tief in ihm drin. Ne, ihr seid jetzt durch. Okay. Dieser Mann kann Baby. Er kann Baby. Ich hab das einfach geübt, alles bei euren Müttern. Also, was hast du getan? Du hast erst Babypuder und dann die Windel drum, oder was? Ja. Okay, da war ich jetzt auch gerade dabei. Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt auch mein nächster Gedanke gewesen. Tja. Ja. Ja. Jetzt kann ich es ja sagen, ich habe so einen Windelfetisch und der Gregor hilft mir manchmal. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sich das hier jetzt irgendwie auswirkt. Ja, aber du magst es gerne, wenn ich wende und keine neuen verwende. Die Wendewindel. Ist eine gute Idee. Sollte man auf jeden Fall auf die sogenannte Wendel. Wendel. Ja, damit hat Gregor 2 Punkte. Ihr könnt euch schon mal das für die dritte Aufgabe nötige Equipment anlesen. 2 von euch müssen noch runterklicken auf Dinner Served. Dinner Served. Es steht natürlich, kurzer Zwischenstand, 2:0:0. Gregor hat 2 Punkte für Level 2. Jetzt geht es um 3 Punkte. Wer auch immer jetzt gewinnt, kann Gregor überholen, es sei denn, es ist Gregor. Gregor würde es auch schaffen, sich selbst zu überholen. Gut. Seid ihr alle bereit? Zählen wir jetzt runter. Das Baby hat immer mehr Ansprüche, die Aufgaben werden anspruchsvoller. Wir zählen runter. 3, 2, 1. Du machst das wunderschön. Oh, da oben. Okay, so. Alle gucken sich hektisch um. Was will das Kind schon wieder? Sauber machen müssen wir den Shit. Daran kann ich mich erinnern. Das haben wir, glaube ich, auch gespielt. Ja. Und da haben wir sehr mit gestruggelt. Sehr. Das ist eine schwierige Mission. Sehr. Wird das so sauber? Weil man hat halt, also für die Leute, die das Spiel nicht kennen, man kann eigentlich mit den Händen nichts Sinnvolles anfangen. Man muss es so ein bisschen einfach da fallen lassen, wo es hinfällt. Gregor macht es gerade sehr richtig. Ja. Er versucht gar nicht erst, es richtig zu machen, sondern er lässt es einfach da fallen, wo das Wasser ist. Sam macht es auch gut. Währenddessen macht aber Sebastian jetzt was ganz anderes. Ja, ich versuche alles. Idee ist nicht schlecht. Das ist eine super Idee. Wasser ist Wasser. Sauber. Hast du die Toilette versucht? Nee.
Mach es nicht. Ich mach das jetzt. Was kann passieren? Wenn es sauber wird, ne? Was kann eigentlich passieren? Ja, was ist die Frage? Das Kind weiß es doch nicht. Wo ist die Flasche hin da? Das lässt selbst das Spiel nicht zu. Es gibt so eine gewisse Grausamkeitsgrenze. Ja. Für Leute wie Sebastian. Das ist doch langweilig. Ja, die möchten rechtlich einfach nicht belangt werden. Ja. Die möchten nicht dafür Verantwortung gezogen werden. Gregor kriegt währenddessen den Schnuller einfach nicht sauber. Schnuller schon? Oh, aber jetzt, Gregor hat's geschnafft. Ja, aber ist ja noch ein bisschen Dreck, dran. Er muss. Hä, man schmeißt das einfach immer wieder rein? Das macht doch das Kind nur stärker am Ende. Ja. Oh, meine Flasche ist schon wieder. Bisschen Moos sollte immer dabei sein. Ja, so ein paar Keime. Ja, jetzt meint der Gregor es aber auch zu gut fast schon. Jetzt hat er mehr oder weniger Gleichstand mit Sam, obwohl die hat noch Dreck. Oh, nein. Gregor, alles klar. Gregor, das ist Waschmittel. Mann. Weiß nicht, ob du das einfach so, das ist nicht gut, oder? Das kann nicht funktionieren. Ja, aber das Gute Gregor ist, macht Schneepiste. Baby, es ist so quasi Wasser und es wird nicht sauber. Und Milchpulver ist das Gleiche. Wenn man das Ding zusammengebaut alles hat, kann man das nicht mehr sauber machen, oder was? Um ehrlich zu sein, wissen auch wir das nicht. Wir haben es einfach von Anfang an richtig. Jetzt ist es wieder dreckig! Also ja, du darfst es auch nicht fallen lassen. Guck mal, was der Gregor, das ist wie bei... Das doch die ganze Zeit sauber, aber hier das Schnullerding, das wird nicht sauber. Ja, vielleicht musst du es mal rauspacken. Genau, vielleicht musst du den Schnuller auch abmontieren. Ja, aber wie denn? Das weiß ich auch. Na, du musst ja auch das Wasser und das Pulver einfüllen. Das geht ja nicht, wenn der Schnuller da dran ist. Oh, ich kann das gut. Ihr wisst schon, bei dieser Reihe geht es ja auch darum, selbst zu lernen, was das Spiel einem lehren will. Ja. Das ist ein Teil des Spaßes. Es ist doch genau drunter. Gregor, Vorsicht jetzt mit dem. Machst du das gerade in den Wasserkocher? Ist das so Baby-Formula oder so, was der Gregor da reinmacht? Oder ist ich es weiß es nicht, Pulver? Ich habe meinem Kind immer die Brust keine gegeben. Ahnung. Wie wir am Intro von In die Tonne gesehen haben. Und hat es ihm geschadet? Schau, was für, ich denke was nicht. Für ein Dreck. Jetzt, Gregor will es richtig machen. Gregor also will 10 Sekunden. Nein. Gregor, vielleicht Gregor, gibst du dem schnell. Kind einfach einen Löffel Milchpulver in den Mund. Leider hat er es jetzt aber am Ende verkackt, denn er hat den Kram wieder sauber dreckig gemacht. Hat es keiner geschafft von euch? Shit. Schämt euch. Euer volle Kind Versagung. Hat, hoffentlich wird euer Kind nicht so sehr ein Versager wie ihr. Hoffentlich wird euer Kind einfach nicht. Das ist generell. Hoffentlich wird euer Kind einfach nicht. Ja, ist doch für alle Beteiligten wirklich mal schade, wenn das dann in so einer Situation endet. Also das ist ja auch schwer zu erklären. Also ich kann ja nur für mich sprechen, aber hier setzt ja auch jemanden hin, der halt wirklich keine Ahnung hat, der gefühlt gerade selber erst aus dem Babyalter raus ist. So. Und wie soll ich denn wissen, wie so ein Ding funktioniert? Wieso guckst du mich an? Herzlich willkommen bei In die Tonne. Und wir werden uns nach diesem Abend das wahrscheinlich auch nochmal sehr gut überlegen. Hat einer von euch das Gefühl gehabt, jetzt verstanden zu haben, wie der Mother Simulator funktioniert? Also doch, ja, aber er funktioniert trotzdem nicht. Aber ich glaube, das liegt am Spiel, nicht an uns. Das würde ich so unterschreiben. Gregor hat teilweise am besten abgeliefert. Du hast jetzt aber am Ende hast einen Fehler begangen. Die Altersweisheit. Ich habe einen Fehler begangen, genau. Ich habe hier angeheuert. Vor Jahren schon. Hast du einen Fehler. Nein, aber schon der dritte Rocket Beans, da muss ich jetzt mal nachfassen. Also beim ersten, beim zweiten, aber jetzt der dritte Rocket Beans Gag, Gregor. Was ist da los? Ich muss einfach hier meine Mutterinstinkte alle mal ausleben lassen. Ja. Ich glaube, ich kehre einfach wieder zu meinem Ich von damals zurück. Und ist das eine Verbesserung? Ich weiß nicht. Vorsicht, er hat Duct Tape. Wir wissen nicht, was er vorhat. Was passiert hier jetzt? Das fragen wir uns alle. Nee, das sind die Nippel abkleben, weil die wieder Lack. Ach, Augen. Neue Augenbrauen. Okay. Das macht mein Sohn auch immer. Wenn ich ihn bei irgendwas erwische, dann macht er alberne Sachen. Einfach irgendwas abzulenken. Dann geht er in den Clowns-Modus. Ja. Guck mal, was? Wollte ich nicht gerade mit dir schimpfen? Gregor, dieselben Instinkte. Das ist schön zu sehen, dass ihr sich das beieinander. Na gut, dann lasse ich dich noch mal vom Haken. Allerdings nur für kurze Zeit. Denn das nächste Level heißt Hard. Machen wir jetzt nicht mal das noch mal? Was? Nein, null Level? Punkte. Gregor führt. Ich habe das Spiel schon geschlossen. Ich weiß auch nicht, warum. Wichtig ist, es gibt nun 4 Punkte. Also, wer auch immer jetzt gewinnt, würde führen. Scheiße. Aber wie man sieht, ist Gewinnen doch recht schwer in diesem Spiel. Am Ende hast du immer noch ein Baby. Also, hast du eigentlich gewonnen, könnte man fragen? Ja, das ist echt. Ich meine, ist das auch evolutionär so sinnvoll, wenn man jetzt sieht, wie hier unsere drei Probanden mit Kindern umgehen, dass der Mensch in aller Regel nur ein Kind bekommt? Ich meine, der Lachs, der Oktopus, die bekommen hunderte Kinder. Selbst der Hund bis zu 12 Welpen teilweise. Ja. Aber die verstoßen die ja danach direkt. Nein, die gehen sehr gut mit denen um. Also, aber dass der Mensch da keine, sag ich mal,
Quote ansetzen kann, wo er sagt, okay, 2 von 10 schaffen es oder so, ist natürlich jetzt auch für unsere Spezies nicht so das Ideale. Ja, ich stimme dir absolut zu. Das war natürlich früher noch anders. Da war das noch echtes Überleben. Heute ist es nur noch Leben. Heute ist es nur noch Leben. Jeder darf durch. Ja? Jeder kriegt eine Trophäe, Teilnahmetrophäe direkt nach der Geburt. Hier hast du geschafft. Dabei ist das ja der erste Kampf. Können deine Eltern das? Können deine Eltern Baby? Und das wollen wir heute rausfinden. Ja, habt ihr euch entschieden, ob ihr weitermachen wollt oder wir haben eine Wahl? Wir dürfen nein. Was? Ich dachte, nein, nein, ihr müsst weiterspielen. Hard Moving heißt der Level. Es ist der vierte. Und es gibt 4 Punkte. Es ist nicht so, dass es einfacher wird, ne? Ja. Ihr habt ein bisschen Erfahrung mit Videospielen. Ihr wisst, dass mit fortschreitendem Level meistens auch eine größere Schwierigkeit einhergeht. Von daher ist meine Hoffnung eher eine geringe, aber Gregor macht mir Sorgen. Gregor macht mir am meisten Sorgen. Ist beschäftigt in einer anderen Welt gerade. Ich glaube, wir haben ihn verloren. Clark von Game of Thrones. Der hat immer so Augenbrauen. Egal. Okay. Okay. Gut. Er hat sich beklagt in dem Moment. Aber wir wollen direkt mit Level 4 weitermachen. Seid ihr soweit? Ja. Okay. Das sieht gut aus. Habt ihr den Text gelesen? Vielleicht hilft es ein bisschen. Ja, mach das mal. Vielleicht mal laut vorlesen. Wir können direkt starten. Okay, 1, 2, 3 oder was? Ja. Wir zählen runter. Hier geht es ja um jede Sekunde, wie wir gemerkt haben. Ja, ich glaube auch. 3. Mehr bringt mir gar nichts. 2, 1. War das los? Das war los, ja. Oh, ich habe nichts gelesen. Oh, die anderen bitte auch auf OK drücken. Schnell auf OK. Los. Da hat sich der Sebastian Gregor. Na gut, er macht's eigentlich gut, ne? Er liegt vorher. Ja. Was denn jetzt? Das hat sich alles verändert. Jetzt ist alles anders, ja. Ja. Noch so. Kann man das da trotzdem reinmachen? Oder ist das dreckig? Wir sehen, das Kind wurde vermutlich aus den Umständen entfernt und wurde in eine Pflegefamilie gegeben. Ja, aber die sind auch nicht so kompetent. Alles ist hier wieder moosig und angegammelt. Sam guckt sich das Kind an, was will es denn? Will es den Schnuller? Es zeigt es meistens durch eine, es kennen die Eltern, durch eine große Sprechblase über dem Kopf an, was sie eigentlich wollen. Deswegen ist es ja so einfach, Kinder zu haben. Und da, der Gregor... Nimm mal die Tür auf. Der Gregor wäscht ab, indem er alles zerquetscht. Ja, der Gregor holt sich erstmal diese Kirschen da. So viele Räume sind es wirklich nicht. Hä? Wie viele Flaschen hat es? Warum ist bei mir schon vorbei? Hä? Oh, was ist denn da? Oh, das Kind ist verhungert. Kann das sein? Nee, du hast irgendwas falsch gemacht. Ja, du bist leider tot. Ich auch. Du hast nicht ab. Ihr habt beide nicht abgewaschen. Guckt mal an, wie der Gregor das macht. Ja, das habe ich doch auch gemacht. Habt ihr das Kind getötet gerade? Ihr hättet mal den Text lesen sollen, dass ihr immer essen müsst, weil eure Energie sonst runtergeht. Ja, habe ich, aber ich habe die Küche nicht gefunden. Aber ist das eventuell der Grund, warum wir auch in dieser Mission verreckt sind, weil wir das nicht gelesen haben? Also, wir dürfen jetzt nicht nochmal versuchen, sondern... Das muss die Regie entscheiden. Hier war nicht, ich finde... Lang zu. Ich also, finde, Gregor hat es gelesen. Ich habe aber das ganze Essen aus Versehen schon gefuttert, leider. Und man muss sagen, das, finde ich, sollte auch belohnt werden, wenn einer der Spieler ja ganz offensichtlich zeigt, dass es möglich war. Dann kann man jetzt ja nicht ihn dafür bestrafen. Ich glaube, Gregor hat einfach nur Hunger. Naja, aber der Zufall. Er hat doch jetzt einen Vorsprung, den könnten wir doch... Also ich habe aber nicht gelesen, was ich danach machen muss. Das ist mein Problem. Naja, vielleicht... Oh, das ist gut. Also, Gregor kriegt nur, wenn er es schafft, die Punkte. Ansonsten habt ihr alle noch 0 und Gregor hat 2. Das ist selbstverständlich, man muss es schaffen. Das sind 2 chillige, schöne Minuten, die wir hier jetzt verbringen, oder Sebastian? Vielleicht lernt ihr was für das nächste Spiel. Das ist dann nämlich noch mal ein weiterer Level. Noch ein Level? Ich bin tatsächlich ganz... So macht man das! So macht man eine Flasche sauber. So, und jetzt nur noch das Brot in die Flasche. Hat schon nicht geschafft. Ja, da wäre spätestens vorbei gewesen. Ja. Aber auch so, dass die einfach so lustlos dann den Scheiß fallen lässt. So macht man keine Dinge sauber. Man weiß bis heute nicht, ob man die Hände auch bewegen kann. Doch, wir kann man. Das habe ich vorhin geschafft. Tja, so. Hat sich aber nicht in deiner Punktzahl gewählt. Ich glaube, ja. Ich dachte, das wäre Waschpulver. Also ich finde, man sollte Babypulver ein bisschen anders färben, dass das nicht mit Waschpulver verwechselt wird. Er schmeißt das Futter weg, weil er in der letzten Sekunde merkt, sterben, dass wenn das nicht macht. Er gleich gestorben ist. Ja, da liegt ja auch noch ein Brot auf dem Kühlschrank. Also und ein Croissant auf dem Boden. Das Leben einer Mutter muss super hart sein, wenn du so viel essen musst, nur um deine täglichen Pflichten erfüllen zu können. Er hat doch noch gar nichts gemacht. Ja, siehst du mal, wie hart das ist. Das ist nur die ganze Zeit das Wasser drauf. Ja, das ist tatsächlich so. Dass man auch einfach nichts sieht. Wo dieses scheiß Pulver... No, jetzt ist die Flasche wieder drin. Und das ist natürlich der Klassiker. Du kannst es einfach nicht sehen. Insofern musst du mehr oder weniger raten. Ist da jetzt was drin? Ich weiß es nicht. Es könnte sein.
Ja, aber, was? Aber du hast ja auch kein Wasser. Das allerletzte Drecksspiel. Das Wasser ist sehr wichtig. Mit Abstand. Ey, ohne Scheiß, Giraffe Town ist dagegen. Ja, das ist Gold. Deswegen war es das erste Spiel auch. Ja. Es wird einfach immer besser bei uns. Oh, Gregor macht's nicht schlecht. Oh. Ich liebe nichts an diesem Tag. Du hast noch 38 Sekunden. Das sieht gut aus. Oh, jetzt bleibt doch alles aus, Gregor. Oh, Gregor. Das arme Kind. Jetzt schnell und essen. Oh, und jetzt ist auch noch mal dreckig. Wie dreckig ist eigentlich der Fußboden? Ja, trink schnell was aus der Flasche. Ist was? Ist das Kind? Du musst das Kind. Das ist die einzige Chance, natürlich. Ganz klar. Das Kind dann auf den Baum. Und du triffst nicht mal den Mülleimer, Herrgott. Oh. Aber auch ein schöner Freeze-Frame. Das, so spielt man das also. Ja. Beweise vernichten. Ja. Das ist der Impuls, ne? Wenn die Zeit schnell alles weg. Ich hab nie ein Kind gehabt. Ja. Ach, da ist es weg. Ein Baby-Basketballer wirst du nicht mehr. Deswegen auch immer verheimlichen, wenn man Nachwuchs bekommt. Möglichst erst nach 2, 3 Jahren oder so vielleicht. Erst dann auf Social Media posten, ja, ganz sicher ist. Genau. Ja. Also, wir stellen fest, nach Runde 4 steht es weiterhin 2:0 für Gregor. Und ich bin sowas von heilfroh, dass Gregor aus irgendeinem kosmischen Zufall heraus dieses eine Level geschafft hat, weil ich befürchte, es bleibt fast dabei. Ja, ich denke auch, viel mehr erwarten wir nicht, denn einfacher wird es auf jeden Fall nicht. Ihr müsst jetzt den 5. Level nehmen, der hier aber bei euch der 6. ist. Für uns aber, die wir hier spielen, ist es der 5. Level und ihr kriegt 5 Punkte, aber für euch das 6. Spiel. Food Poisoning. Das 5. war wahrscheinlich zu schwer. Das ist unspielbar. Ja, das 5. ist unspielbar. Jetzt würde ich aber gerne wissen, was es ist. Ja, bei Food Poisoning darf man das machen, was sie schon die ganze Zeit tun, das Baby vergiften. Lest euch bitte in Ruhe durch, was das Level für Anforderungen an euch stellt. Gregor hat das natürlich sehr gut gemacht und davon auch profitiert. Leider hat es am Ende nicht für Punkte gereicht, aber für Respekt. Dürfen wir jetzt schon lesen? Oder? Also auf Moment. Play drücken, ja, und dann drückt auf Play. Ihr seid genau, manchmal kommt was, manchmal nicht. Es ist ein bisschen verwirrend. Jetzt kommt was, wartet bitte ab. 3, 2, 1. Eine Minute 20. Die Mutter ist vergiftet. Das passiert mal, wenn man die Windel mit dem Mitternachtssnack verwechselt. Beides sieht aus wie so ein leckerer Wrap. Oh, geil, sogar schon eingepackt. Und dann so, ja. Ab dann weiß man, man ist überarbeitet, sobald sowas passiert. Und jetzt müsst ihr scheinbar die Krankheit exakt loswerden. Das ist es. Einmal auf Klo, richtig schön, Soße raus. Und jetzt wieder ums. Die Hände nicht waschen, einfach direkt zum Kind. Kein Problem. Oh nein. Das würde mich interessieren. Oh shit. Ja, ne, in einem Spiel. Oh, das sah nicht gut aus. Nein, es geht ihm gut. Es geht ihm gut. So. Ach Gott. Kurz liegen bleiben. Ja. Das ist dumm. Ui. Er liegt. Das haben wir auf jeden Fall hingekriegt. So. Oh. Ich sehe noch keinen Progress. Bei irgendwem. Wo ist denn dieses dumme Puder hin? Naja, in dem Fall bei Magen-Darm ist es eher Progress. Jetzt ist die Frage, wer entdeckt als erstes die Windel und packt sie an das Kind? Aber ihr müsst aufs Klo. Das, Sebastian, du bist gleich wieder tot. Ja, ich bin ja schon auf Toilette. Das war sehr lustig, aber du musst jetzt aufs Klo. Oh, ja. Hä, aber es ist doch noch da gar war nicht die Zeit vorbei, leider. Zu spät. Ach so, noch Zeit. Gregor macht's gut. Oh, die Zeit habe ich gar nicht gesehen. Ihr kriegt mehr Zeit scheinbar, wenn ihr Dinge richtig macht. Genau, ihr kriegt, aber ihr seht sehr viele Dinge richtig. Naja, du hast viele Dinge falsch gemacht. Da gab es immer Abzug. Gregor ist noch am Leben, aber er muss. Oh, Sam hat jetzt gerade hier die Windel angepackt. Sehr ist das gut? Ist das der Sieg? Ja, und jetzt? Nein, Gregor will den Schnuller noch. Nur den Schnuller. Dann hat Gregor, wer den Schnuller macht, der hat die Punkte. Gregor hat noch 20 Sekunden und Sam 25. Sam, was machst du mit dem Schnuller? Ach, muss ich waschen. Ja, okay, ist vielleicht ganz gut. Oh, das könnte, ey, wenn Sam das schafft, dann kann sie Gregor überholen. Oh Mann. Ist das spannend. Noch 17 Sekunden bei Sam. Nein, doch nicht da. Er dreht sich in der Luft. Das soll er nicht. Oh. Man kriegt es nicht hin, ne? Die Reichweite. Ich kenne das Problem. Es ist ein Riesending. Das ist der fucking Schnuller. Es will. Ja, das ist. Nein! Oh, ist er. Oh, Sam ist noch am Leben. Mein Gott, 2 Sekunden noch eine und das war's. Oh, das war richtig knapp. Sam hätte es fast geschafft. Oh, wo war denn der Schnuller? Der lag eigentlich auf der Kommode, aber mir ist auch die Flasche, der lag, Wickeltisch, ne? Ist irgendwie abhanden gekommen, ja. Ja gut, wir halten fest, ihr wart alle überragend schlecht. Nur Gregor hat einen
Wollen wir es Zufallstreffer nennen oder wollen wir sagen, er hat am ehesten von euch das Muttergehen in sich? Das Muttergehen, Muttergehen. Ich glaube, das war auch Kaffee mit Milch. Er hat irgendwie kurz einen Moment, er ist irgendwie ausgerutscht oder so an seinem Tisch und dann hat er da aus Versehen diese zwei Punkte geholt. Das sah nicht koordiniert aus. Aber ich muss auch sagen, doch, also bei Sebastian muss ich sagen, tut mir leid, das war eine Vollkatastrophe, bitte bekomm keine Kinder. Ich frage mich auch die ganze Zeit, was ist, wenn ich jetzt einen Kinderwunsch gehabt hätte die ganze Zeit und jetzt am Boden zerstört bin? Könntet ihr das akzeptieren? Ja, das Gute ist, du das alleine kannst dir den Kinderwunsch nicht erfüllen, du benötigst eine Partnerin und ich werde dafür sorgen, dass, egal, wen du dir anlachst, sie wird dieses Video sehen. Okay, ich reich nachher. Und wenn es eine Adoption weiter, werden soll, Sebastian, auch die Adoptionsbehörden werden dieses Video zu sehen bekommen, es tut mir leid. aber Gregor, finde ich, Sam hat es am Ende sehr gut gemacht und Gregor war aber wirklich fast in jedem Level mit der Beste. Ja, es ist so irgendwie dieses stoische einfach dabei bleiben. Ja, es ist ein Scheißspiel. Ja, die Steuerung ist blöd. Ich raff sie nicht. Ich versuche mich drumrum zu wursteln. Das hat er ganz gut gemacht. Hast du gesehen? Oder war das Sam? Das war eine sehr gute Idee. Diesen Schnuller in der Hand haben und dann einfach unter das Wasser. Ja. Das brennt dir natürlich die Hand weg normalerweise. Aber in dem Spiel geht's einfach. Naja, dann habe ich ihn aus Versehen weggeworfen. Aber. Ja, das ist ne, wahrscheinlich der richtige Ansatz. Sie hat doch ihre Hände hier gehabt. Die kann doch gar nicht, die kommt doch gar nicht ans Wasser. Ja, es gibt irgendeinen Knopf, mit dem man das irgendwie bewegen kann. Aber ich weiß auch nicht. So was gibt's? Das wusste ich auch nur, weil ich nicht gecheckt habe, ganz am Anfang, wie man das Ding überhaupt aufhebt, das Baby, Entschuldigung. Und ich habe einfach alle Buttons gedrückt, also auf der Tastatur. Und da hat sich irgendwas mit der Hand bewegt. Aber ja, es könnte aber auch einfach eine Zuckung sein, irgendein Grafikglitch. Du bist da nicht ganz sicher. Doch, aber eigentlich schon. Sicher bin ich mir, dass wir jetzt zu einem neuen Spiel wechseln. Aber das machen wir natürlich nicht direkt, sondern wir machen vorher kurz den Punktestand einmal. Und den Punkt. Wir schauen uns einmal ganz kurz an, wie es jetzt ausschaut. In Runde 1 beim Giraffensimulator musste Gregor sich noch Sam knapp geschlagen geben, die den Checkpoint vor ihm erreichte. Jetzt hat er also mit diesen zwei Punkten aus Spiel 2 die Führung übernommen. 2:1:0. Sebastian massiv unter Druck. Kurze Frage an dich, Sebastian. Was tust du jetzt, um zurückzukommen in diese erste In-die-Tonne-Challenge-Show-Championships? Es versuchen. Gut. Mit diesen unfassbar motivierten Kampfansagen machen wir eine kurze Werbeunterbrechung und gleich, wenn wir wieder zurück sind, dann werdet ihr erfahren, was dieses Spiel noch toppen kann. Na, bis gleich. Herzlich willkommen zurück. Die ersten In die Tonne Open Championships 2022. Ja, wird immer länger. Wir finden gar keinen Pokal, wo das alles so draufpasst. Ja, der muss einfach unfassbar groß sein. Oder sehr klein. Sehr klein. Ja. Mit so ein paar so Pseudotexten. Ne? Ja. Piep, 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 mit der Nadel. Reingraviert. Aber dieser Titel ist es wert, dass man sich Mühe beim Gravieren gibt, denn es ist ja der wertvollste Titel, den man sich im Gaming-Bereich zumindest mal sichern kann. Wir haben schon diverse Spiele gesehen. Im letzten Mother Simulator hat Gregor überraschenderweise die zwei Punkte für sich mit nach Hause genommen. Das ist ein Baby. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, wie kann das Ganze noch gesteigert werden, Simon? Ja, ich würde sagen, der nächste Schritt ist auf jeden Fall, wenn man die Windel zum Beispiel nicht gut wegwirft oder so wie der Gregor einfach in den Mülleimer, dann ist natürlich als nächster Schritt der Rattensimulator. Und deswegen spielen wir jetzt den Rattensimulator. Ein Spiel, in dem es darum geht, die Pest zu kriegen. Wir alle wissen, Ratten haben ein Ziel im Leben, einmal so richtig Pest kriegen. Abpesten. Und dann an die anderen weitergeben. Das ist unter Ratten so ein großes Game. Und das sogenannte Rattengame. Und ihr habt euch die Steuerung, die relativ kompliziert ist, schon angeguckt, auswendig gelernt. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr diese gerne einfach stellen. Aber bitte, sie müssen auch schon gut sein, die Fragen. Wollen wir einfach loslegen? Ich würde sagen, er möge der Peste gewinnen. Und ihr dürft natürlich jederzeit verzweifeln, aber nicht neu starten. Das Ziel ist wirklich einfach, mit der Ratte die Pest zu bekommen. Das ist einfach, mehr muss man nicht sagen. Ihr schafft es irgendwie. Das ist eine Lüge. Sind alle soweit? Mhm. Ja. Gut, dann 3, 2, 1, let's go. Pest, go. Nochmal. Übrigens ein paar interessante Steuerungsvarianten. Man hat unter anderem Piepsen, Gift, Folgen und Warten. Das klingt, als mein PC ist langsamer, das zählt alles hier nicht. So, Vorsicht vor den Rattanmöbeln. irgendwas macht der Gregor da schon, als würde er wissen, um was es geht. Aber nein, er nimmt einfach die Vase in die Rattenhand.
Der Gregor kann sich unglaublich gut in eine Ratte hineinversetzen. Bei Sam, das ist aber auch so Ratatouille jetzt schon. Ne? Das ist, sie hat den Burger. Würde die diesen Rattenburger nicht essen? Doch, der sieht lecker aus. Sie versuchen jetzt scheinbar alle einen Weg aus dem Haus herauszufinden. Ja, übrigens hier wieder auch ein Videospiel mit Tieren, was natürlich das vorletzte Werk von David Rattenberry ist. Der damit... Ja, Rattenborough. Seine letzten Spiele waren nicht unbedingt die besten, muss man sagen, ne? Nee, tatsächlich nicht. So, ihr müsst oben rechts die Aufgaben machen und dann kommt ihr irgendwann... Ach, jetzt gibt ihr plötzlich Tipps. Naja, wir wollen euch dann helfen. Einer von euch hat zumindest schon mal etwas grün, das ist der Gregor. Und Sebastian ist sogar schon raus, Leute. Das sollte euch... Deshalb wollte ich gerade sagen, ausnahmsweise komme ich selber drauf und jetzt macht ihr hier Tutorial. Das tut mir leid. Wir sind alle auf deiner Seite. Aber es soll ja auch Spaß machen. Vielleicht kannst du deinen Kollegen helfen, wie man da rauskommt, denn wir wissen das auch nicht. Ja, bitte hilf mir. Wie, das Game hilft mir. Ach so, ihr habt Werfen, ganz wichtig. Q auch, mit Werfen. Ja, aber... Nur falls ihr es braucht. Okay. Ihr habt Springen, Rennen und mit F eine sekundäre Aktion. Also guck mal, das ist... Mein Gott, geil, getötet mit Ratte. Ach, das kann ich nicht essen. Okay. Okay, da der Kochtopf, der Apfel. Ich habe aufgegeben zu verstehen, wer hier führt. Aber man sieht auf jeden Fall, dass Sam immer noch im sozusagen ersten Raum ist. Im ersten, ja, jetzt hat gar nicht wahr. Auch hier wird der Mensch abgeschossen von der Ratte. Das Spiel muss von einem Nagetier entwickelt worden sein. Dieser Hass auf Menschen ist unergründlich. Absolut richtig. Ist das, wie Ratten funktionieren? Die schießen grünen Schleim? Ja, ja, man sieht den natürlich nicht, weil wir sind, uns fehlen die... Wie UV-Licht. Ja, ja, exakt. Wir können es nicht sehen, aber die Ratten können es sehen. Sie wissen genau, was sie tun. So, jetzt frage ich mich aber, was sie gerade tun. Also wir haben... Was passiert hier? Bei allen noch offen. Oh, guck mal, die Polizei schießt auf die Ratte. Oh, die Ratte hat die Polizei. Da kommt sie natürlich, ne? Ja, wegen dem dunklen Fell. Was mache ich denn? Laden oder neu starten? Neu starten. Darf man denn neu starten? Ist das okay, Regie? Ja, oder? Hä, nee, nicht nochmal neu starten. Holy, ich kann hier weitermachen, wo ich gerade war. Ja, mach du erstmal weiter. Wenn er tot ist, darfst du neu starten, klar. Hey, hey, hey. Oh, da wird auch die Polizei wieder auf die Ratte gehetzt. Aha. Okay, bis eben gerade war es noch okay, jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Was ich sehe, ist, dass Sam schon Aufgaben erledigt hat. Ebenso wie Gregor, der auch schon Aufgaben erledigt hat. Der eine, der keine Aufgaben erledigt hat. Ihr wisst, wen ich mache. Aber wieso kann ich jetzt... Neustarten. Oh, nein! Ganz neu? Oh mein. Jetzt muss man sogar noch mal neu anfangen. Das natürlich jetzt, das wirft alle zurück. Jetzt hat nur Sebastian noch eine Chance. Jesus. Du hast natürlich jetzt einen enormen Vorteil. Denn die Ratten müssen ja erstmal die Vase gegen die Fenstertür schießen. Die Glastür. Ja, sie müssen natürlich erstmal da entkommen. Vielleicht einmal einfach in den Knöchel beißen. Sehr gut, einen schon in die Knie. Oh, die ist aber mit den Pumps hinterher da. Die will den aufspießen mit den Stegoletten. Wie heißt das? Der Gregor, was ist das denn? Der Gregor hat gerade eben so ein Stück Käse sich einverleibt und damit dem Klischee der Ratte endlich mal entsprochen. Und er roleplayt die Ratte tatsächlich auch. Er spielt nicht nur, er lebt. Er lebt die Ratte, er ist die Ratte. Ist zur Ratte geworden. Aber er ist trotzdem nicht aus dem ersten Raum rausgekommen, wohingegen Sam und Sebastian jetzt schon immer noch in der Küche sind. Aber nee, ich glaube, Sebastian hat schon mehr erreicht. Er hat zumindest zwei Ziele, wo Sam nur eins hat. Und Sebastian fängt sogar schon mit dem zweiten, glaube ich, an, wenn ich das richtig sehe. Also Fall ist bei allen... Uiuiui, da kommt der Flammenwerfer. Oh Mann, da muss man wieder das große Rattenretten machen, weil die Polizei es auf die Ratte abgesehen hat. Mann. Ja. Nimm die Käse, der Gregor. Oh. Nee, das war Sebastian. Kann ich hier denn wieder raus? Nee. Oh, das hast du gut gemacht, Sebastian. Hast du die Energie schnell wieder geholt, während der Flammenwerfer hinter ihm her ist? Aber ich verstehe. Oh, jetzt sind schon drei oder vier von diesen Schädlingsbekämpfern. Nein, haut ab, weg. Ah, man kann hier auch überlaufen. Oh, Erkennung, Vorsicht, oh, Gregor wird erkannt. Was? Da leuchtet es oben rechts schon grün, aber das ist wahrscheinlich, weil sie wieder angefangen hat, ne, Sam? Ja, okay. Also, die Küche scheint der absolute Endboss zu sein für diese Gruppe. Oh, mutiger in die Tonne Spieler. Weg. Verschwinde. Shit, kein
eine Ratte muss sich natürlich immer auch im Verborgenen halten. Sie kann nicht einfach so zeigen. Bin ganz schön cocky. Aber dieses Verborgensein ist irgendwie, naja, du bist geheim, du bist ein kleines, rattiges Wesen, du willst nicht gefunden werden. Der eine Mensch, da ist fast tot vielleicht, der Balken des Menschen ist da rapide, vielleicht kann man die auch einfach tot kotzen. Ja. Und dann wühlt man sich in die... Warum denn? Ich bin doch versteckt. Oh, da ist die Erkennung bei 100. Bei wo Stat kann man sich denn verstecken? Naja, überall, wo euch der Mensch nicht sieht. Ihr seht oben links jeweils immer einen kleinen Erkennungsprozentbalken. So. Aber jetzt bin ich ja eh schon erkannt. Das ist wahr. Nein. Ja, aber du bist ja auch laut und... Ach so, aber ich muss nur noch eine Nahrung essen. Fuck! Da ist doch, nimm das Ei, ist das Ei! Ja, ich bin's doch! Was kriegst du denn? Ich hab's nicht gesehen, ich wollte da oben! Da liegt doch das Ei! Ärgerlich, sie war wirklich schon fast da. Ja. Manchmal ist es eben wirklich, geht's nur noch um eine Sache und ja. Ich dachte, ich muss nur zwei Sachen essen, sonst hätte ich das so schon lange gemacht, Mann. Gregor wird immer sehr erkannt. Gregor kann nicht subtil irgendwie. Das erinnert mich damals auf der E3 oder wo das war, als er dieses Spiel mit wie heißt das noch? Sam, nee, wie heißt der noch? Der Typ, der sich immer versteckt unter Pappkarton. Ah, Silent Hill. Mein Silent Hill ist Solid Snake. Als er Solid Snake gespielt hat und wir alle zugeguckt haben und er in den Stealth-Missionen das Stealthen. So, Freunde. Oh, das war ja, die, also genau, wie was sondieren, war das Stichwort damals. Ja, der Gregor sondiert auch hier. Die Erkennung geht aber immer wieder runter. Er macht's geschickt, ihr müsst es auch machen. Sam, oben links bist du bei 50% und es geht runter. Okay. Das ist gut. So, währenddessen ist Sebastian schon am Ende. Hat er die Pest? Er kriegt die Pest! Hab ich? Er muss da rein. Er hat sie noch nicht. Du musst hier noch rein. Ja, er hat sie die Pest geholt. Ist das korrekt? Warte, er hat sie noch nicht. Befall ist 0%. Ja, das wollen wir nicht. Wir wollen 100%. Aber er muss natürlich das. Du musst vielleicht Interaktion. Du kannst die Pest bei einem Müllcontainer zurücksetzen. Hä? Was? Mach doch eh. Er hat es geschafft. Die Regie ist eindeutig. Er hat es geschafft. Wahrscheinlich muss man die Pest noch verteilen. Aber das sparen wir. 100. Achso, du hast es geschafft. Du warst der geschafft. Beste. Ihr könnt aufhören. Ich bin die beste Ratte. Aber ich habe doch beides da geschafft. Ja, yes. Aber du hast die Pest dir nicht ins Haus geholt. Du hast dein Herz nicht geöffnet für die Pest. Und damit entgehen dir natürlich die wichtigen Punkte. Wahnsinn. Also Sebastian, wir haben dich ja kurz... Ihr habt mich die ganze Zeit quasi motiviert. Wie wichtig war das jetzt für dich? Das war natürlich sehr wichtig. Ich musste ja hier mich ein bisschen beweisen. Bei den anderen Sachen habe ich halt nicht so gut funktioniert. Ja. Also als Giraffe war ich nicht gut, als Mutter war ich nicht gut, aber Ratte, da sehe ich mich. Oh, als Ungeziefer bist das du unschlagbar. Hätte ich dir vorher sagen können. Ja. Dann wäre ich vielleicht selbstbewusster rangegangen. Also es wäre sehr nett gewesen von dir, um ehrlich zu sein. Jetzt wird's aber interessant, weil du hast jetzt auch alle Chancen, noch bis ganz nach oben zu kommen, denn es gibt ja immer mehr Punkte. Das war ja jetzt das dritte Spiel, da gab es dann auch 3 Punkte, wenn ich das richtig sehe. Deswegen gucken wir uns jetzt mal. Ja, sehr kurz. Nein, hier gab es 3 Punkte, oder? Was? Ja. Deswegen gucken wir jetzt nochmal den Punkte-Counter an. 4? 3 Punkte für Sebastian, damit bist du jetzt tatsächlich ganz vorne. Aber das nächste Spiel gibt, wir alle können rechnen, 4 Punkte. Das heißt eigentlich, wer es gewinnt, der gewinnt. Wer es gewinnt, gewinnt. 4 gewinnt. Genau, wir können euch natürlich noch nicht sagen, was ihr spielen müsst. Wir können euch nur so viel verraten. Selbstverständlich gibt es einen dramaturgischen Spannungsbogen. Das bedeutet, das Beste kommt natürlich zum Schluss. Ne? Bevor wir gleich enthüllen, welches Spiel es ist, wollen wir jetzt einmal noch ganz kurz auf den Punktestand schauen. Okay. Nochmal. Versuchst du über irgendwas hinweg zu wieseln. Ja, 1, 2, 3. Das Moderationswiesel wieder. Jetzt guckt er nochmal da. Kann man schon nochmal zeigen. Können wir die auch nochmal in größer sehen vielleicht? Ja, so sieht das aus. Also Sebastian, herzlichen Glückwunsch zu der temporären Führung. Ob du sie auch ins Ziel retten kannst, das sehen wir nach einer klitzekleinen Unterbrechung. Nach dieser Unterbrechung kommt es, ihr hört es vielleicht schon im Hintergrund, zu einer Brechung. Wir spielen eins der schlimmsten Spiele, die wir hier bei Indie-Tonne jemals hatten. Es ist so schlimm, dass es schon wieder richtig gut ist. Es hat so den 360 geschafft und ist wieder bei 10 von 10 rausgekommen. Ich weiß auch nicht, wie. Manche schaffen es einfach,
aus Scheiße Gold zu machen. Ist jetzt der Moment, wo wir auf unsere Pixelwiese hinweisen. Das ist der richtige Moment. Ihr wisst ja, Gregor hat vorhin unsere Pixelwiese eröffnet. Die könnt ihr selber gestalten. Und wir wollen mal einmal einen Zwischenstand uns anschauen, was da in den letzten Stunden noch passiert ist. Och, das ist ja süß. Guck mal, Dynamo Dresden. Es sieht immer toll aus, oder? Man möchte das immer direkt irgendwo draufdrucken. Wir drucken es ja auch drauf. Und das ist das Tolle. Es wird nämlich auf das Sofa gedruckt, welches bei Haus an Haus von den Spielern und Spielerinnen in das Set gewonnen werden kann. Und euer Bild, was ihr dort zeichnet, ist wirklich dann auf der Couch zu sehen. Also macht das schön, ja. Die Weltöffentlichkeit wird es zu sehen bekommen. Bis 24 Uhr heute ist quasi diese Pixel Wall noch offen. Okay. Ne? Und es gibt wohl eine Art Strategiegruppe. Ich glaube, bei den Rocket Miners, aber im Chat könnt ihr es auch rausfinden, da wird quasi das Größere geplant. Da wird das Mosaik in seiner Gänze geplant und man bekommt einen Auftrag. Das mögen wir Deutsche, dann machen wir genau das, was wir. Da kommt ein Roter hin. Und du hast einen Gelben gemacht. Du bist aber jetzt raus. So wird es dann laufen. Ich finde, so eine Pixelwall ist auch immer ein sehr schönes Abbild der Menschen, die an ihr arbeiten. Wenn du es schaffst, wirklich zu sagen, ey, mir geht's jetzt nicht darum zu trollen oder irgendwie alles kaputt zu machen, was andere Leute machen, sondern mir geht's darum, mit anderen Leuten gemeinsam was Cooles zu erschaffen, dann kommt auch was Cooles bei raus. Und ich glaube, das, was wir gerade schon gesehen haben, ist ein, eine sehr schöne Preview dessen, was wir dann am Ende wirklich auch zusammenbekommen. Also beteiligt euch gerne, wenn ihr Bock habt. Ich glaube, das wird sehr, sehr schön werden. Es ist ja schon sehr, sehr schön. Ja. Aber es wird natürlich leider nicht so schön werden können, wie das, was jetzt kommt. Genau, ich möchte kurz noch korrigieren. Das sind die Rocket Mates, die sich um diese Strategie kümmern. Aber wir gehen jetzt zu dem Spiel, das Wellen geschlagen hat auf dem Shit-Spielemarkt. Es ist eins der bekanntesten schlechten Spiele der Welt. Es wurde damals in wenigen Stunden, könnte man meinen, kreiert, um für ein Schnellrestaurant zu werben. Und es hat sich darüber hinaus wie ein Phönix aus der Asche zu einem der besten Spiele entwickelt. Wir haben jetzt die Situation, dass dieses Schnellrestaurant Werbung macht für das Spiel und nicht mehr umgekehrt. Und wir machen ständig Werbung für dieses Spiel. Wir machen ständig Werbung. Jedes Mal geht der Verkaufscounter nach oben und neue Leute entdecken diesen wundervollen Titel. Und die haben keine Ahnung, warum sie reich sind. Vielleicht werden sie es irgendwann mal erfahren, weshalb dieses Spiel sich verkauft wie warme Jalapenos. Ja. Die Rede ist von? Natürlich das Spiel mit dem Doppelhotdog. Minerinho! Minerinho! Unser absolutes Lieblingsspiel. Viele Leute sind schon dank uns in den Genuss gekommen, es spielen zu dürfen. Heute haben wir hier mit Gregor, Sam und Sebastian drei weitere Kandidaten. Guckt euch mal Gregor an. Der ist als einziger bereits mit Vorwissen gesegnet. Wie eine Zeitreise, ne, Gregor? Ja. Angucken. Es ist so ein bisschen, als ob ich will nur aufwachen und auf der Couch meines Therapeuten sitzen und sagen, es war nur ein Traum, aber es ist kein Traum. Nein, es ist brutale Wirklichkeit. Wir wollen euch ganz kurz die Regeln erklären. Es geht hier natürlich um 4 Punkte. Das bedeutet, jeder von euch kann heute noch die große In-die-Tonne-Challenge-Show-Championships-Weltmeisterschaften gewinnen. Und ihr müsst innerhalb von 30 Minuten vom roten Drachen getötet werden. So einfach ist das. Es gibt im ersten Level irgendwo, ihr werdet ihn vielleicht finden, vielleicht nicht, einen roten Drachen, der möchte euch töten. Lasst es einfach zu. Wenn ihr vom roten Drachen getötet werdet, habt ihr gewonnen. 30 Minuten habt ihr Zeit. Habt ihr Fragen? Die Musik ist wunderschön. Catchy, ja. Ist Robert Palmer. Okay. Moment, was meint die Regie gerade? Wer kriegt keine Punkte? Falls nach 30 Minuten niemand zum Drachen gekommen ist und das klingt für euch jetzt vielleicht für den ersten Level ein bisschen viel, wartet ab. Es kann Stunden dauern, bis man den ersten Level schafft. Und ich würde sagen, wir sind bereit. Ganz kurz für euch zu erklären, denkt einfach dran, ihr müsst den Drachen nicht besiegen, ihr müsst dem Feuerball nicht ausweichen. Das wird euch noch helfen. Und ja, ansonsten habt viel Spaß, würde ich sagen. Legen wir los? Legen wir los, meine Damen und Herren. Das Spiel des Jahrtausends. Minerinho! 3, 2, 1, Arriba! Oh Gott. Ey, und das Schöne ist direkt am Anfang, ja, schon die Menüauswahl ist furchtbar. Oh, schön. Ja, genau. So, ihr habt's alle geschafft. Kann man das? Nehmt die Tastatur, nehmt die Pfeile und Z. Damit könnt ihr springen. Ich hab das alles verdrängt. Wichtig ist, ihr könnt auch Spezialwaffen nutzen. Ist auf irgendeinem anderen Button. Aber die helfen euch auch nicht so viel. Ah, ich finde diese Geschichte so geil. Da seht ihr, da wird das Restaurant geklaut. Dom Zellitus von den Aliens geklaut, diese wegen den geilen niedrig aufgelöste Weltkarte. Na, warte mal, bis du das Spiel liest. Das wurde ja auf Wish bestellt, oder was? Okay, ich bin sehr gespannt. Castellino. Der Glitch, lieber Chat, ist natürlich erlaubt, aber keiner kann ihn. Insofern
Wird er ein Geheimnis bleiben? Oh, diese Musik, ich bin schon wieder im Party-Modus. Ich bin schon wieder im Party-Modus. Ist die Kamera denn schräg? Ja, Charakter? Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Oh, das ist so das Resident Evil unter den Jump'n'Runs. So ein bisschen über die Schulter. Gib mir dies. Ja, aber so schräg. Gerade so, dass das keinen Spaß macht. Fuck, okay. Gregor, ist mir tot. Oh, ich liebe es. Ja, das geht ja. Also, Tode werden wir ja einige sehen. Kämpft da nicht. Auch die Musik werden wir geschätzte 300 Mal hören in den 30 Minuten. Ha, Explosion. So, wichtig ist, wenn euch was trifft, habt ihr eigentlich schon verloren, denn es trifft euch auch gern mal 3, 4, 5 Mal am Stück. Das ist nicht schlecht. Au. Oh. Sam ist eigentlich. Au, was? Da ist da genau das passiert. Mm. Währenddessen ist Gregor aber jetzt weiter. Guck dich ja, an. Gregor kennt das Spiel. Gregor ist, ja, der kennt das schon. Der ist bei der Brücke. Der ist Favorit natürlich. Ich kann nur sagen, es hilft nicht, es zu kennen. Gregor fällt jetzt nämlich gerade einfach bei der Brücke durch die Löcher. Bitte, ja, ich möchte der Hut geworfen. Simon, versprich mir eines. Wenn wir irgendwann wieder eine Dosenbeats-Party machen, irgendwann im Laufe des Abends möchte ich, dass dieser Song gespielt wird. Oh, ich erkenne da jemanden, der könnte mir davon nochmal so eine richtig schöne, so eine Hardcore-Techno-Version oder sowas machen, die dann auch 3 Minuten läuft. Das ist eine gute Idee. Du kennst DJ Bobo? Ja. Mein Zahnarzt. Aber hier. DJ Boro. DJ Boro. So, wir gehen jetzt aber zu Gregor. Gregor hat eine der schwierigen Stellen des ersten Levels gerade vor sich, nämlich dieses Windrad oder das Wasserrad natürlich. Und jetzt kommen die 3 Bumper. Oh, shit. Und dadurch, dass die Kamera natürlich nie da ist, wo man sie braucht, deswegen fängt Sebastian neu an, das ist nicht schlimm, muss man halt so ein bisschen wissen, wo die sind, damit man sie dann auch trifft. Es ist nahezu unmöglich, alle 3 Bumper zu sehen, bevor man drauf springt. Ja, und der andere ist nämlich jetzt auf der... Ja, da sieht man bei Gregor, was ich meine. Das ist schwierig. Natürlich hat, man muss sagen, Gregor hat natürlich einen massiven Vorteil. Ja. Weil wenn man bedenkt, wie lange die anderen Kandidaten gebraucht haben, bis sie das erste Mal überhaupt über die Brücke kamen. Jetzt muss man natürlich sagen, dass aber Gregor auch nicht so weit kam am Ende. Er hat es nicht geschafft. Was? Er kam nicht bis zum... Ich war bis kurz vorm Ende, Mann. War da der Drache? Ja. Na gut. Ja, Gregor war tatsächlich, er war nicht so schlecht. Aber so wie er jetzt spielt, sieht man, dass es vermutlich Zufall war. Komm nicht mal zu diesem dummen Rad. Ja. Ich habe weniger geschrien in der Folge, deshalb wurde ich nicht so oft reingeschrien. Vielleicht habe ich das nicht gesehen. Gregor schafft das jetzt wirklich langsam immer weiter. Der hat locker die Hälfte schon durch. Hier kommt jetzt vorne das Schloss irgendwann, wo natürlich der Drache haust. Und währenddessen müssen Sam und Sebastian jetzt einfach nur mal schnell zu dem Wasserrad kommen. Klar, easy. Und dann habt ihr vielleicht noch, ihr müsst ja, eigentlich ist es ja nur laufen und springen, ne? Würde jetzt der Entwickler sagen. Leider nicht mal genau. Oh, was ist da mit Gregor? Guck mal. Er ist schon auf dem Weg. Oh, Leco mio, warum? Das ist jetzt so Ninja Warrior Style mit den Kugeln. Ja. Es kann noch alles passieren, Leute. Gregor kann noch häufig sterben. Ja, das stimmt. Sam ist aber auch ganz gut unterwegs. Sie ist jetzt bei dem. Woher kommt denn der Gegner? Ich bin doch gerade erst gespawnt. Denk dran, Sam, da ist dieser grüne Plattform. Vergiss die nicht. Genau. Oh, ein bisschen. Doppelsprung, ja, super, doch, super, gut. Sam. Wieso bewegt sich das denn? So. Sehr, sehr gut. Jetzt und jetzt da natürlich rauf. Doppelsprung. Es war ein Ticken zu früh oder zu spät. Ja, was denn? Zu früh oder zu spät? Ja, beides so ein bisschen. Beides, hättest früher und später springen können. Du hast exakt das schlechteste Timing erwischt. Ja, du hast wirklich, als hättest du es gewusst. Oh, jetzt ist Gregor aber langsam an dem Punkt, wo es eng wird. Jetzt springt er schon am Burggraben hoch. Und hier ist jetzt nämlich ein Bumper. Und mit dem Bumper kommt Gregor zu einem Bereich, wo der Drache auch schon ballert. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Vielleicht erlöst euch Gregor gleich. Oh, da hat er sich gut geschlagen. Oh, das ist aber bei Sam und Sebastian jetzt auch ganz schön knapp. Ja, die kommen da jetzt auch hinterher. Gregor läuft hier ein bisschen falsch. Nee, ja, wir sollten ihm nicht zu viel helfen. Ich hoffe, er hört uns nicht. Ich finde, er ist eh schon zu gut unterwegs. Wir sollten nicht alles... Spring doch noch mal! Hast du das Gefühl, dass die beiden jetzt noch aufholen? Ja, ich habe das Gefühl, Gregor benötigt keine Stützräder. Er muss ja getroffen werden. Er muss vom Drachen ermordet werden. Was? Warum rutscht man denn da runter? Ah, da ist zweimal getroffen worden. Nein, er ist noch nicht tot. Jetzt kommt vielleicht der letzte... entscheidende Feuerball des Drachen. Der wird ja all seinen Drachenfreunden von erzählen. Ach, da hat er den Feuerstrahl leider verpasst. Wenn er jetzt anderweitig stirbt, muss er natürlich von vorne anfangen. Wo ist er? Ich wünschte, jetzt käme noch mal so ein Grüni und würde ihn einfach platt machen. Also ich muss sagen, der Gregor beeindruckt mich schon. Denn? Ah, da hat er den letzten Feuerball erwischt. Er ist schon vorbei. Ja, Gregor hat euch erlöst. Er hat das wirklich einfach besser drauf gehabt. Er hat auch
Also er hat eine unglaublich gute Taktik drauf gehabt. Er hat das Stück für Stück einfach abgearbeitet. Man könnte meinen, er hätte das Spiel schon mal gespielt. Jetzt wird sie wieder kritisiert, ne? Ach, herrlich. Also ich muss tatsächlich sagen, Gregor, du hast das mit einer unglaublichen Ruhe und Souveränität gemacht, wie so ein wirklicher Veteran, der sich daran erinnert hat, ey, was sind die Abläufe, was habe ich gelernt im Training? Und es ist ja auch eine schöne Herausforderung, wenn man weiß, man muss sterben, ne? Das ist vielleicht von der Mentalität auch noch was anderes. Also Nils, dein Lob wirkt umso besser, wenn diese scheiß Minerini-Musik im Hintergrund noch die ganze Zeit läuft. Gleich gute Laune. Ich muss aber sagen, ich habe natürlich sehr viel Glück gehabt, dass das jetzt das letzte Spiel gewesen ist, weil diese 2 Stunden dürfen nicht umsonst gewesen sein, die ich damit verbracht habe vorher. Hätten wir gewusst, Gregor, dass du so gut bist, hätten wir definitiv ein anderes Ziel genommen. Dann hätten wir das Ende des ersten Levels genommen. Da kommen nämlich noch mal 1-2 Sachen. Die das sind dann geschafft. Auch mehr random. Ja gut, los, ab zum Ende des Levels, das will ich sehen. Das hätte ich nicht mehr geschafft. Das war nicht so. Aber dann gucken wir nur zu, bitte. Ja, genau, er soll es nochmal schön vormachen. Dann mach mal. Wir werden euch gleich mal jemanden zeigen. Wir haben nämlich tatsächlich, keinen Witz, einen der besten Minerino-Spieler, naja, zumindest mal Deutschlands, er ist ganz oben mit dabei, tatsächlich einen der besten in Deutschland. Und dieses Spiel wird regelmäßig gespeedrunnt, es gibt wirklich regelrechte Festivals, seit wir das gemacht haben, natürlich vorher kannte das Spiel ja niemand. Und den werden wir gleich nochmal zu euch oben ins Studio schicken. Der wird einmal einen kleinen Speedrun machen und euch zeigen, wie das Level durchgespielt werden kann. Bevor es aber soweit ist, noch einmal ganz kurz, Gregor, herzlichen Glückwunsch, das muss man auch mal ein bisschen zelebrieren. Du bist der allererste In die Tonne Challenge Show Champion of the World 2022. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, Dankeschön. Ich finde, endlich habe ich mal was gewonnen. Da hat es den richtigen GG. Man muss aber auch sagen, Sebastian, ich glaube, wenn ich die Punkte richtig in Erinnerung hatte, bist du Vize In die Tonne Champion Show Championships Weltmeister. Nur weil ich die bessere Ratte war. Ja. Und Sam, Ich bin die Giraffe-Meisterin. Wir sind beide Sieger der Herzen. Ich glaube auch. Ich muss sagen, bei Gregor ist es ja so, er hat als Einziger wirklich auch 2-mal was gewonnen. Die anderen haben so einen Lucky Shot gehabt mal, ein bisschen Glück, Zufall vielleicht auch, aber der Gregor, der hat bewiesen, dass er das replizieren kann, diesen Erfolg. Und das muss man erstmal schaffen. Dass es nicht nur Zufall ist, nicht nur gewürfelt, sondern tatsächlich auch mit ein bisschen Skill untermauert dieser Erfolg. Und das wollen wir sehen. Ja, ja, dann ist Gregor halt eine gute Mutter. Mein Gott. Die Mutter lasse ich dir. Minerino lasse ich dir noch nicht. Das übe ich fürs nächste Mal. Oh, du bist Gott, herzlich nee, eingeladen. Ich will schon lange so ein kleines Speedrun-Battle machen. Wenn du Bock hast, Sebastian, können wir das gerne. Gregor wäre sicher auch dabei. Direkt. Wie komme ich wieder rein? Raus aus der Nummer. Ist eingeloggt. Ist direkt schon in der Redaktionsleitung nächste Woche. Ja, Gregor natürlich auch direkt mit, ne? Was passiert? Ich bin. Du machst Speedrun damit jetzt. Nee. Gregor, du musst es dir eh angucken, weil es deine Show ist. Du kannst überlegen, ob du mitspielen willst oder zugucken willst. Ich sitze da ja auch drin. Ja, du sitzt auch drin. Fuck. So, jetzt würde ich vorschlagen, wir schicken mal eben ganz kurz unseren Speedrun-Kandidaten, der auch für Deutschland bei den Speedrun-Minerino-Weltmeisterschaften im Kader ist. Er ist Team-Vizekapitän. Der kommt mal zu euch hoch. Simon geht auf Klo, alles klar. Und in der Zeit mache ich einfach alleine weiter. Ja, ich muss mal ganz kurz sagen, vielen lieben Dank an die Gewerke auch im Hintergrund. Ich weiß, das ist viel Aufwand gewesen, viele Kosten und Mühen, die in die Umsetzung dieses von uns so sehr gewünschten Formats geflossen sind. Das war natürlich nur die erste Ausgabe von vielen, die in die Tonne Show Championships Weltmeisterschaften werden wiederkommen. Und es werden weitere grauselige Spiele dort draußen gespielt werden müssen. Und wir werden schauen, ob Gregor erneut antritt, um seinen Titel zu verteidigen. Oder ob es einen neuen Champion gibt. Das dann in der nächsten Runde. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr im Kommentarbereich dieses Videos ja einfach mal schreibt, wie geil ihr das fandet und nichts anderes. Alle anderen Sachen lösche ich einfach. So, und da haben wir ihn auch schon, meine Damen und Herren. Er spricht schlecht Deutsch, deswegen frage ich ihn mal ganz kurz auf Französisch. Est-ce que vous la on la oui? Oui, oui, baguette, baguette. Ah, c'est ça. Mon amour. Mais très bien. Et la joue. Le... Oui, oui, d'accord, crème fraîche. So, und bevor wir jetzt gleich unseren Eingebürgerten, weil in Frankreich gibt es einfach viel mehr erfolgreiche Speedrunner, deswegen haben wir einfach einen eingebürgert, wie damals mit der Fußballnationalmannschaft, als wir Oliver Neuville der Schweiz geklaut haben, schon dann die Südafrika und diverse andere Spieler. Ich kann das auch nicht. Wollen wir
noch mal ganz kurz. Ich bin wirklich gespannt. Den Absacker jetzt hier Einzug halten lassen, meine Damen und Herren. Das war die In-die-Tonne-Challenge. Wir haben einen Weltmeister. Das, was jetzt kommt, ist natürlich nicht mehr Weltmeisterschaft, sondern nur ein kleiner Absacker. Und den schauen wir uns gemeinsam an. So, Gregor, komm zu mir. Setz dich, der neue Weltmeister. Yes, 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 yeah. Gregor, frisch gebacken. Wie wird das jetzt zelebriert im Hause Katsios? Ja, ich werde mir ein bisschen Tzatziki unter die Augen reiben und dann Klassikmusik anmachen. Mhm. Mich in die Badewanne. Ah, der Hochzeitsmarsch. Ja, das würde ich so gerne mal in der Elbphilharmonie sehen. Wirklich von einem großen Konzertsaal inszeniert einfach. Ja, aber ich freue mich. Endlich mal was gewonnen. Erstmal Eiskunstlauf und jetzt das hier. Oder? Ja. Wahnsinn. Toll. Also das kannst du dir wirklich in deinen Setzkasten stellen, diesen Erfolg zu Hause, wo deine ganzen Asia Figuren, ja, das Final Fantasy. Weißt du, ich schreib's noch in den Lebenslauf rein oder so, wenn Leute mal genau, was Errungenschaften wissen wollen. Aber ja, ihr habt wirklich den Mon Amour Speedrunner bekommen dafür. Ja, ja? Wir haben den Mon Amour Speedrunner. Ich muss mal kurz meine Kopfhörer aufsetzen. Du hast auch auf, das ist ja sehr gut. Ja, ich glaube, wir sind dann soweit. Wir können also die Legende Simon Kretmer jetzt mal am Pad erleben. Ich muss was dazu erklären. Erstmal. Man muss erst einmal sterben, dann drückt man in der Zeit, in der es gelädt und still bleibt, drückt man, ja, jetzt hat's geklappt, drückt man schon nach vorne und dann kann man hier hängen. Und so kann man sich dann bis zum Ziel teleportieren. Und die Frage ist, ich mache jetzt mal was Riskantes, aber das wird nicht klappen, glaube ich. Ich gehe direkt zu diesem Bumper. Ah, hat nicht geklappt. Okay, ah, da kann ich auch nicht hin, das wäre jetzt ein Safety gewesen, aber ist nicht schlimm. Ich bin trotzdem fast am Ende schon, denn das hat enorm viel abgenommen. Aber man kann auch über die Fenster reinfliegen, durch das Tor, man kann hier diese ganzen Dinge, kann man skippen und die sind nervig. Weil das Geile ist, du hast ja auch dann das Alien dabei und bringst es quasi mit in die Ecke hier und dann fängst du direkt an, dich anzugreifen. Kannst du direkt sterben, einfach nur durch Landen. Hier, dann ist hier das natürlich, das ist schon sehr langsam gewesen gerade. Wichtig ist dieser Doppelsprung, weil wenn man den gedrückt hält, macht er halt noch den zweiten Wirbel. Und damit kommt man halt an so manchen Stellen gut zwei Stufen auf einmal hier so, ne? Und dann kann man direkt zum Ende. Und hier ist das Ende. Hast Gregor gerade ganz hingekommen? Na, hier wurde nur das übrigens getötet. Und jetzt kommt der harte Part. Aber das. Das ist wirklich ein nerviger Part. Ich habe noch nie mein scheiß Leben ansatzweise von der Ferne gesehen. Kann man da nicht das Alien mitnehmen noch? Alter. Oh, wirklich? Was? Alter! Weil das bewegt sich natürlich weiter, während man da rumhüpft. What? Und es ist absolut hassenswert. So, und da haben wir das Ende. Alter! Seida! Seida, meine Freunde! Ui, 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 ui. Wahnsinn! Aber das war ja nur Level 1. Die anderen Level haben bislang noch kein Alien, welches einem direkt zu Beginn mit seinen Schrauberfertigkeiten ans Ende bringt. So sieht das zweite Level aus. Habe ich noch nie gesehen. Habe ich noch nie gesehen, ne? Warte mal, du auch nicht? Du bist doch der Speedrunner. Achtung. Hui! Und so geht's die ganze Zeit jetzt weiter. Oh, Vorsicht. Uff. Komische ja, Krankheitserreger. Das ist die Pest ist vielleicht. Was ist denn, werter Runner, was ist denn deine PB in dem Spiel? 30 Minuten und 25 Wutausbrüche. Oh, das ist gut. Also, es ist wirklich nicht schlecht. Ah! Ja, geil. Oh, ja. Geglitscht. Ja, oh, schade. Da hättest du bis ans Ende vielleicht glitschen können. Ey, ich würde gerne, ich meine, ihr müsst ja eh noch labern jetzt, aber ich würde gerne euch noch, im dritten Level gibt's den allerbesten Glitch aller Zeiten. Das ist so eine Wüstengegend, die ein bisschen an Super Mario erinnert. Und da musst du einfach nur an einer Stelle runterglitschen und dann kannst du durch den ganzen Level durchgleiten. Und es ist wunderschön. Ich würde es gerne zeigen, aber ich muss sagen, diese Rutschgeschichte hier ist relativ random und kann ziemlich in die Hose gehen. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt auf Anhieb schaffe, aber ich werde es mal versuchen. Wäre das schon ein Reset-Punkt für dich, werder Kandidat? Wenn du da deine Taktik nicht durchziehen kannst? Das meine ich! Plötzlich kannst du nicht mehr doppelt springen. Die bringen dir vorher die ganze Zeit bei, dass du doppelt springen kannst. Und dann, wenn du es einmal brauchst, kannst du es nicht mehr. Na, ich glaube, du warst nicht mehr im Sprungmodus. Mhm. Ach, halt doch die Fresse! Du bist aus dem Doppelsprungfenster einfach raus gewesen. Ja, ich glaube auch. Man muss ja sogar nur gedrückt halten. Das ist ja noch verrückter. Du darfst ja nicht mal zweimal drücken. Du musst, ja, jetzt geht's wieder nicht. Du musst aber gedrückt halten. Ich glaube, diese Schanzen verändern wahrscheinlich ne? das Sprungverhalten nochmal. Das denke ich nämlich auch. Das sieht man sofort als gut geübter Minerinho-Kommentator. Die komplette Lösung lese ich von Michael Schanze. Siehst du, jetzt kann er wieder nicht. Oh Gott, es ist so ärgerlich, dieses Spiel. Jetzt kommst du hier nicht mehr weg, ne? Gregor, darf ich dir ein Getränk anbieten? Das darfst du gerne machen.
Welches möchtest du? Eins mit Flüssigkeit drin. Ja, das hier? Ach, gib mir doch mal her. Einfach nicht. Ja? Ja, soll ich noch? Ich meine, wir hatten ja gesagt den ersten Level. Danke. Bin ich jetzt ja, mach doch noch. Ist ein bisschen mehr. Ja, okay. So. Oh, da wollte ich abkürzen. Oh. Ich möchte unbedingt den dritten nochmal zeigen. Komm, ich nehme hier. Vor allen Dingen, ich war gerade die ganze Zeit so überrascht, dass du so ruhig dabei bist. Es ist jetzt mittlerweile gebrochen, die Illusion, aber im ersten Level warst du sehr gefasst. Prost, Gregor. Ich habe halt nur den ersten auch geübt. Muss ich hin. Wie viele Stunden hast du schon ins erste Level gesteckt? Das sind ja schon ein paar Stunden. Ich habe jetzt auch die letzten Stunden immer geübt und so hier. Also die letzten Tage habe ich immer so ein, zwei Stunden nur den Anfang geübt, weil dieser Sprung. Ihr denkt jetzt vielleicht so, das sah eigentlich easy aus, aber du musst irgendwie, du musst wirklich genau richtig springen. Und das ist ja dieses Speedrun-Ding, das kannst du nur nach viel üben. So wie das hier, musst du halt auch oben drüber, musst du lernen, weil sagt dir keiner. Stirbst einfach. So. Aber wir haben es bald. Aber hier kannst du noch, hier kommen noch ein, zwei schlimme Sachen. Ich glaube, dieser Level ist eine Reminiszenz an Tony Hawk. Damals. Wie kommst du darauf? Es ist so, Tony Hawk hat ja auch das Skaten in Brasilien gelernt. Mhm, ja, ja. Und das ist eindeutig eben die Jugend von Tony Hawk. Der konnte sich damals noch kein Skateboard leisten und ist dann einfach runtergerutscht. Alter. Und guck mal, da ist Tony Hawk jetzt. Ist das schon das Ende? Ich hoffe. Ja, das ist quasi das Blut, was von den gescheiterten Leuten, die vor ihm darunter gekommen sind. Ah, ja. Die Knieschmiere. Knieschmiere. Von den schlechten Stunts. Hui! Oh, ja, das oh, okay. Und da ist von wegen, der muss doch in den Trichter rein. Und wenn er jetzt versagt, das wäre natürlich. Wow. Oh, gut. Ich hätte aber auch gedacht, da, oh, der große Trichter. Da ist. Muss er rein, Vorsicht, da kommt noch. Oh, und jetzt reiner in die. Oh, Hammer. Er muss noch den 900 stehen. Trippy shit. Dagegen ist Tetris-Effekt nix. Oh Gott, muss man jetzt auch noch mal gucken. Geht das noch weiter? Das geht ja noch. Oh, okay. Ich dachte, du hast einen Speedrun gemacht. Du wusstest nicht, dass es weitergeht? Ich hab's versucht zu verdrängen. Also es ist nicht so, als ob ich da täglich nachprüfe. Oh, oh, nein, oh, no, oh, no, no, oh, oh, no, 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 mich auf. Danach wäre es nämlich gewesen. Ja, aber das war wirklich eine großartige Vorstellung, tatsächlich. Lass uns noch ganz kurz über die ersten in die Tourne Show Championships Weltmeisterschaften 2022 sprechen. Wie ihr so jetzt mal als Spielerinnen und Spieler. Wie habt ihr das so wahrgenommen? Wie war der Druck? Sam, erzähl mal. Naja, hoch, aber noch so gerade manageable, würde ich sagen. Also gerade dieses in den Mother Simulator und den Red Simulator konnte man sich schon gut aufs Spiel konzentrieren. Da war der Druck nicht ganz hoch, weil man halt konzentriert war. Bei den anderen beiden habe ich halt auch nur links und rechts geguckt und dachte, was zur Hölle. Ja, das ist mein Resümee. Sebastian, was ist dein Lieblingsspiel, dein Favorit gewesen? Ja, mein Lieblingsspiel ist ja ganz eindeutig der Red Simulator, ja. Mhm. Das steht außer Frage. Aber ich muss auch sagen, der war so sehr leicht verständlich. Also da gab es eine Steuerung, man wusste, was das Ziel ist. Und bei dem Mother Simulator und auch bei dem Gyrath Town Ding, da war man halt irgendwann lost. Also als diese Viecher da, die mit dem Tauchanzug da gekommen sind, da war es halt vorbei. Und na gut, Minirinho, da müssen wir jetzt das. Also ich würde gerne das Minirinho-Gate aufmachen, weil hier natürlich jemand saß, der da schon sehr drin geschult war. Der hätte hier auch sich daneben setzen können neben Simon und auch einen Speedrun machen können. Ah, nur, wir haben ihn ja auch vorher spielen gesehen. Wir haben einfach nicht gedacht, dass er seine beste Leistung abrufen kann. Aber er war halt vertraut. Deshalb. Ja, aber du bist der neue Red Pit, das kann ja niemand mehr nehmen. Da hast du dich abgeliefert. Sam hat auch, it's a new Giraffe in town, da hast du aus auch. Aus dem G-Unit. Ja, also so hat jeder, denke ich, ein bisschen was mitgenommen und ihr habt alle, das habt ihr gemeinsam, den Zuschauer und die Zuschauerinnen da draußen sehr begeistert und ich würde mich sehr freuen, wenn wir beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, in die Tonne, Show, Championship, Weltmeisterschaften, auf euch zurückgreifen können. Muss ich meinen Titel verteidigen? Das musst du natürlich. Ja, nein! Ganz genau. Das hat keiner gesagt! Bis es soweit ist, wird noch ein wenig Frust den Bach runterfließen. Wir verabschieden uns. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Das war ein großer Spaß. Na? Ja. Wir sagen gute Nacht. Frage oder Feststellung? Nee, ich guck noch mal, ob irgendwer noch was Letztes sagen will. Aber ich sehe großes Schweigen. Dann war's das. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns natürlich morgen wieder auf Rocket Beans TV. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.